Ja, huhu und herzlich willkommen hier wieder beim Quali und zu einer neuen Runde Pen and Paper Rollenspiel. Wir spielen heute DSA in der fünften Edition und wir spielen die Phileasfon-Saga, die nicht für die fünfte Edition erschienen ist, weil es immer wieder Leute fragen, die wir einfach aus dem Kopf konvertieren, indem wir einfach Werte anpassen, wie sie uns gerade passen. Und heute mit dabei ist der Mischka als Nasir Ibn Zahir Al-Masrem, ein Meuchler. Nein, nicht, das ist gar kein Meuchler, der ist ein Zugvogel des Abends. Der Gott Avis wünscht seinen Zugvögeln einen guten Abend mit dem allseits bekannten Segensspruch Ei Gude zusammen. Ja, sehr cool. Und die Feder, die spielt die Magierin elfischer Art, Vindariel. Salat zusammen. Und der Pölle spielt Jalte Kolbeinsson, der Torwaldsche Söldner. Aul. Und last but not least, der Rerion spielt den, jetzt aber wirklich den Meuchler aus Maraskan, der Borealas. Ist jemand in den Brunnen gefallen, wirf nicht noch Steine hinterher. Ja, immer wieder gern gehört. Ja, wir befinden uns immer noch in Aventurien. Wer hätte es gedacht? Kann euch noch mal ganz kurz einblenden, wo wir uns gerade befinden. Zip, dort, wir sind im Regengebirge und hier oben in Broskal sind wir gestartet. Kann man meinen Monster ja gar nicht sehen. Haha. Okay. Weit oben im Norden vom Regengebirge ist Broskal. Und ja, Broskal ist nicht nur gegründet worden, sondern auch heimgesucht worden von einem Echsenangriff. Und dabei sind etliche Dorfbewohner entführt worden, unter anderem auch ja, Aleph, ein Bekannter von euch, und Shaya, die Travia-Geweihte, die eure Wettfahrt einmal rund um Aventurien begleitet und vor allen Dingen die Schiedsrichterin eurer Crew ist. Und ja, und eine sehr gute Freundin von eigentlich jedem hier ist. Bei Vindarin weiß ich es noch nicht so richtig, aber mehr. Die haben sich, glaube ich, noch nicht so gut kennengelernt. Aber die anderen zumindest. Und ja, ihr habt euch auf den Weg gemacht, die Entführten zu retten. Und habt von den Ureinwohnern, die hier in dem Dschungel wohnen, Hinweise bekommen, wo sich die Echsen denn aufhalten könnten. Die sind wohl in einer Echsenstadt, die hier existiert, und diese ist gut verborgen auf einem Plateau, auf einem Berg. Und da führt nur ein Weg hin, nämlich über eine Treppe, die verflucht ist, laut den Eingeborenen. Denn keiner der Eingeborenen hat jeweils mehr als 10 Stufen dieser Treppe geschafft. Und wie die schönen Kommentatoren unter den Videos schon bemerkt habt, ihr habt schon weitaus mehr als 10 Stufen hinter euch gebracht. Ja, und genau, beim letzten Mal war Borealas ja irgendwie nur so semi anwesend. Also Rerion war nicht anwesend, deswegen wissen wir gar nicht genau, was mit Borealas da noch gut los war. Ihr habt auf jeden Fall die ersten 3 Abschnitte der Treppe irgendwie hinter euch gebracht. Ihr da draußen müsst euch das vor, also ihr hier auch, müsst euch das so vorstellen, dass es halt ein wirklich hoher Berg ist, in dessen ja, Seite ein Stufenkonstrukt, so in Serpentinenart eingestanzt ist, könnte ich mal sagen, mit mehreren Plateaus. Und auf jedem Plateau befindet sich anscheinend irgendwie ein Schrein. Das habt ihr zumindest entdeckt. Und die sind mal mehr oder mal weniger gruselig. Zumindest der zweite Schrein war schon ziemlich gruselig für Jalte, denn da war eine Schildkröte, die ihn angeguckt hat. Und ja, es gibt auch verschiedene Widerstände, auf die ihr getroffen seid, wenn ihr die Treppen nach oben gestiegen seid. Noch nichts wirklich. Also noch keine Gegenwehr im Sinne von Gegnern, die euch entgegengekommen sind, aber ihr spürt göttliche Präsenz und zwar nicht die 12 göttliche Präsenzen unbedingt. Vor allen Dingen Nasir leidet da ein bisschen drunter schon seit einiger Zeit, dass irgendwie sein Gott irgendwie weg zu sein scheint und hat da irgendwie ein ganz feines Gefühl für, dass hier irgendwie Kräfte am Werk sind oder ihr euch in Gefilde begebt, in denen die Zwölfe nicht viel zu melden haben.
Wobei man ja auch sagen muss, dass ihr auch entdeckt habt, dass einige dieser Altäre oder dieser Stationen, die Treppen hoch, die nicht nur den exischen Göttlichkeiten geweiht sind, sondern ihr auch merkwürdige Ähnlichkeiten entdeckt habt zu Gottheiten, die ihr kennt. Zum Beispiel Hesinde oder Zar. Und auch das Urprinzip K war euch zumindest, wenn Daryl war es beim letzten Mal bewusst. Und genau. So seid ihr jetzt irgendwie gerade die dritte Stufe hochgestiegen. Und habt dort gegen Gift- und Würgeschlangen kämpfen müssen. Das heißt natürlich nicht kämpfen müssen, aber sie haben irgendwie euch versucht, irgendwie den Aufstieg zu erschweren. Ihr seid auch einiges Mal gebissen und Teile des Körpers versucht so abzuwürgen, weil Würgeschlangen. Und aber ihr habt es geschafft, irgendwie, wir haben beim letzten Mal geendet, dadurch, dass ihr irgendwie es gerade eben so alle auf die vierte Ebene geschafft habt. Mit euch Vieren dabei sind außerdem noch Kapitän Philiasson, Obenvolker und Raluf und der Moha-Imnu. Und ihr könnt jetzt erstmal durchatmen auf der vierten Empore, wahrscheinlich gehetzt angekommen, die Schlangen hinter euch lassend, die euch wirklich auch nicht folgen auf dieses Plateau. Und das Erste, was ihr sehen könnt, wenn ihr auf das Plateau erreicht und irgendwie vielleicht irgendwie auf allen Vieren da hoch euch zieht gerade oder so, oder das Plateau, das ist etwas eingekerbt ist in den Fels und so eine Art Halbhöhle bildet. Und da die Sonne auch schon ein bisschen so sich so hinter den Berg verzogen hat, und es ist noch nicht wirklich Abend, aber es ist so, der Sonnenstand ist gerade sehr ungünstig für die Lage dieser Halbnische, ist es hier relativ düster. Wäre nicht ein merkwürdiges blaues Leuchten, was diese Höhle erleuchtet. Und wenn euer Blick durch dieses Halbdunkel schweift, könnt ihr einen Altar erkennen, der in der Mitte weiter hinten in dieser Nische steht und komplett aus einem blauen, leuchtenden Stein zu sein scheint. Zumindest leuchtet der Altar von sich aus. Auf dem Altar steht auch es scheint aus einem Guss gemacht zu sein, eine Statuette, und diese zeigt ein Wesen, das euch, jetzt wo ihr die Schlangen hinter euch habt, zuerst ein bisschen erinnert an eine Schlange, aber irgendwie nach dem Hinsehen könnte es zumindest allen außer Vindariel noch näher bekannt vorkommen, denn die Formen und vor allem die Wulste irgendwie hinter dem Kopf, die haben sehr starke Ähnlichkeit mit den Wesenheiten, die ihr im Meer bekämpft habt, beziehungsweise unter denen ihr fast zu Tode gekommen wärt, und deren Zähne ihr als Waffen mitführt, nämlich eine Seeschlange. Und wenn ihr weiterschaut, seht ihr, dass der Altar von unten, also so ist ein bisschen geformt, oben ist die Seeschlange drauf, die sich so ein bisschen so nach oben schlängelt. Und die Füße dieses Altars sind jetzt nicht nur irgendwelche, ist nicht nur ein massiver Stein, sondern formt, wenn man genauer hinsieht, auch eine Art Figur, nämlich einen Kraken, der von unten nach oben seine Tentakel Richtung Seeschlange ausstreckt. In der Mitte des kleinen Altars von der Seeschlange weg ist ein kleiner Rinnensaal, der Altar ein bisschen gebogen nach unten zeigt. In eure Richtung kann man das ganz gut sehen. Und auf dem Boden unterhalb des Altars, wo dieser Rinnensaal hinführt, ist eine kleine Schale, die ebenfalls nicht, die gehört nicht zu dem Altar, aber die leuchtet ebenfalls.
Ansonsten ist das bisher, was ihr so sehen könnt, von dem ersten Blick leer. Und natürlich sieht man die nächste Treppe, die aus dieser Nische heraus führt, irgendwie nicht direkt an der Seite lang wie die bisherigen Treppen, sondern etwas weiter in Fels und dann durch quasi eine Art kleinen Tunnel wieder nach außen führt, wo sie dann wieder an der Wand entlang geht. Die Echsen beten Seeschlangen an. Das war ja wohl zu erwarten, oder? Ja, immerhin finden wir diesmal keine Delfine auf dem Opferaltar. Das stimmt wohl. Wir hatten da schon eine Begegnung. Das hat mich jetzt ein wenig überrascht nach diesen Aussagen. Ist noch jemand gebissen worden? Ja, Inu meldet sich, ist aber schon dabei, irgendwie sieht so am seine Wunde irgendwie auszusaugen. So ähnlich hätte der Borealas gemacht, wenn er irgendwo gebissen worden wäre. Oh, ich bin gebissen worden von einem giftigen Tier. Um Volker klopft sich so die ganzen seine Klamotten ab irgendwie. Ich weiß nicht, habe ich noch eine irgendwo? Ich würde die Spinne von der Schulter nehmen. Was für eine Spinne? Hier waren Schlangen und keine Spinnen. Die Spinne, die seit Wochen auf der Schlangentreppe festgesessen hat und jetzt die Chance genutzt hat, um endlich da wegzukommen. Borealas, der braucht dringend noch so ein kleines Haustier, vielleicht so eine Vogelspinne oder eine Tarantel zu mitnehmen. Nein, Borealas. Vielleicht solltest du da nicht die schlangenverstörte Spinne nehmen. Seeschlange. Also man sieht so, wie Jalte immer wieder so unwillkürlich in Richtung seines Axtgehänges so vermeintlich greift und sich dann immer wieder zurückhält. Ja? Also sich immer wieder eines Besseren besinnt. So, nein. Aber nein. Es ist sehr ruhig hier im Vergleich zur Treppe. Auf der Treppe hattet ihr immer dieses Zischen im Ohr und dieses vor allem immer diese Schlangengeräusche, die jetzt hier komplett verstummt sind, auch wenn ihr zurückschaut auf die Treppe, ist keine Schlange mehr zu sehen. Ganz ehrlich, müssen wir jetzt auf der nächsten Treppe mit einer Seeschlange rechnen, auch wenn ich nicht wüsste, wo die herkommen soll? Oder was schätzen wir erwartet uns? Philiasson schaut dich mit großen Augen an und meint, wenn uns da wirklich eine Seeschlange erwartet, haben wir schlechte Karten, fürchte ich. Ich versuche nur herauszufinden, worauf wir uns vorbereiten sollten. Also bedenkt man die Höhle, also den Durchgang und wo wir sind, dann müsste es schon eine fliegende Seeschlange sein. Es könnte auch eine Flutwelle sein, die eine Seeschlange mitbringt. Was weiß ich? Ich meine, ich deute nach hinten auf die Treppe. Ganz ehrlich, das sind mehr Schlangen, als jemals auf einem Haufen zur selben Zeit sein sollten. Normal war das nicht. Das ist wohl richtig. Ich glaube, mit bisherigen Maßstäben kommen wir hier auch nicht weiter. Nasir fühlt sich hier besonders unwohl bei dem Anblick des Altars. Diese leuchtenden Steine, oder leuchtende Steine kennt man aus Aventurien. Das sind Begwen-Prithyl-Steine, die allerdings unglaublich selten sind, unglaublich teuer. Und das hier ist ein ganzer großer Altar, aus einem wahrscheinlich riesigen Ventpetrylstein geschlagen. Ja. Das ist aber nicht das, was Nasir irgendwie groß irgendwie anfasst, aber es ist irgendwie diese Präsenz, die auch hier wieder zu spüren ist, die allerdings jetzt das allererste Mal, seit ihr die Treppen hochgehen, in eine
naja, etwas bedrohliche Richtung ist. Der Blick wird so angezogen von der Seeschlange und von dem Kraken. Und ja, spült in dir halt auch die Erinnerung an den Kampf gegen die Seeschlangen hoch und an die Fluchworte des Echsenpriesters, als ihr geflohen seid aus der Höhle. Irgendetwas Unheimliches geht. Wohl läuft so ein Schauer über die Arme und über den Rücken. Das ist ein unglaublich unwirtlicher Ort hier. War das nicht das, was Abdul damals gesagt hat, diese niederhöllische Wesenheit? Dieses was Kraken-Dings? Genau? Also, sollen wir jetzt erst noch den Altar kaputt hauen oder gehen wir uns gleich der Riesenflutwelle mit der Seeschlange stellen? Ich möchte nämlich gerne den Zahn ihres Vettern in ihren Schädel hauen. Also ich halte es für sehr unklug, in Sphären, wo bewiesenermaßen irgendeine Art von außerderischem Wirken ist, Altäre zu zerstören. Ja, es sei denn, du möchtest dir einen Fluch einhandeln. Hä? Da muss ich ihr schon irgendwie recht geben, ihr Alte. Wenn dich eine Schildkröte, die einen Altar bewacht, anguckt, zerstörst du nicht den Altar ihres Vettern. Och Mann. Weil, also bei der Schildkröte hätte ich es noch verstanden. Es war eine Landschildkröte. An Land bist du ja sowieso hauptsächlich nichts, sofern du auf Kaperfahrt bist. Aber dir ein Fluch einzufangen, der auf das Wasser bezogen ist, während du den Altar einer Seeschlange zerstörst. Ich weiß nicht, ob das die klügste Idee ist. Nee. Fluch will ich nicht. Nee. Also hauen wir den Altar nicht kaputt, aber wir gehen uns jetzt der Flutwellenseeschlange stellen. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob es kommt, aber ganz ehrlich, nach allem, was ich gesehen habe, ich halte es nicht für unwahrscheinlich. Vielleicht kommen hier ganz viele kleine Seeschlangen. Schaut mal so die Treppen wieder runter. Nicht nochmal. Bitte. Oder ganz viele Kraken. Fällt mir irgendwas zu der Seeschlange ein oder dem Altar? Ich gehe mir den mal angucken. Irgendwas Schlaues. Du als Expertin für exische Kultur wirst wahrscheinlich wissen, dass es den Haranga, also die Gottheit Kerbütz, gibt. Mhm. Die dargestellt wird durch einen Kraken meistens, aber deren heiliges Tier auch eine Seeschlange darstellt. Mhm. Was sind deren Aspekte von Kerbütz oder Haranga? Das Meer, das Wasser, der Regen und die Flut. Okay, ich rechne definitiv mit einer Flutwelle, mit oder ohne Seeschlangen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, es waren dieselben Zeichen damals in der Höhle. Definitiv, ja. Wo wir die Delfine gefunden haben. Und Abdul meinte, das wäre die Entsprechung einer erzdämonischen Wesenheit. Der Gegenspielerin von Effert. Tja, andere Länder, andere Götter. Das soll sein. Ja, meint Raluf, eine Gottheit als widerwärtiges Tintenfischding. Das gegen das Waffen ihr kämpft. Danke. Das war auch eben gesagt, oder? Hm, durchaus, ja. Ja, ich würde vorschlagen, wir lösen die nächste Falle aus. Schmunzelt so ein bisschen. Es scheint kein Weg drumherum zu gehen, als direkt in diese nächste Falle hineinzulaufen, beziehungsweise in die nächste Prüfung. Da. Man dreht auch wendet, es ist selten angenehm bislang. Aber bis jetzt nur eine Prüfung des Willens, nicht wirklich lebensgefährlich. Doch, die Schlangen. Guck
guckt so auf ihren leicht blutenden Knöchel, da wo sie gebissen worden ist. Kommt drauf an, wie schnell wir sind. Also jemand, der nicht so behende ist wie Borealas oder so und wir nicht aufgepasst hätten, hätten uns die Schlangen doch schon gekriegt. Das ist richtig. Vor allen Dingen sind die und die tödlich. So. Sind doch noch welche hier? Ralf guckt sich um. Nein, die auf der Treppe, Ralf. Die Treppe sind doch gar keine mehr. Die dort waren. Ob ich mir die gemerkt habe. Also Freunde, gibt es irgendwie eine Möglichkeit, dass wir bei der nächsten Treppe nicht hops gehen? Finden wir wohl jetzt raus. Also einfach mit dem Kopf durch die Wand, ja? Machen wir doch mal die Torwalsche Methode. Du wirst langsam beunruhigend, Torwalsch, Borealas. Wolltest du gerade sympathisch sagen, ihr Alte? Das habe ich doch gerade gesagt, oder? Also ja. Dann, die Alte, mach mal den Rammsporn. Oh, Volker meint, was ist denn die Torwalsche Methode? Ich halte, zieht Axt und Schild und deutet an, volle Pulle in Volker reinzurennen. Hey, was habe ich denn jetzt wieder gemacht? Du hast gefragt. Ich habe dir gezeigt, was die Torwalsche Methode ist. Ein Skalde, der nicht fragt, wird doch keine Geschichten zu hören bekommen, die er weiter singen kann. Volker mit dem Schild voran durch jede Wand. Das ist die Torwalsche Art. Ja, wie du weißt, wird ein Tormaler eher demonstrieren als erklären. Und das hat die Alte getan. Das heißt, nie fragen, mitmachen. Aber ich habe kein Schild. Aber ich könnte meine Laute nach vorne halten. Nun denn, bringen wir es hinter uns. Und Ariel macht nochmal ihren Rucksack so fest. Schnürt alles fest. So. Wer geht denn vor? Aber nicht ohne weiteres. Also ich nehme wieder mein Schild, ich nehme meine Axt und ich hole einmal tief Luft. Und dann gehe ich den ersten Schritt auf die Treppe mit angehaltener Luft und versuche auch so lange die Luft anzuhalten, wie es geht, was wahrscheinlich ungefähr 10 Stufen sein dürften oder so. Ja, wenn du dich den Stufen näherst, siehst du auch, dass auch diese ein leichtes Schimmern von sich geben. Nicht so stark wie der Altar, war jetzt irgendwie, wenn du dich den näherst, schon irgendwie wahrnehmbar. Und du setzt den ersten Fuß, vielleicht versuchst du die erste Stufe zu überspringen, was gar nicht so einfach ist, weil die ziemlich breit sind. Irgendwie so vielleicht einen Schritt mal einen Schritt. Versuchst du die erste in so einem Sturm irgendwie zu überspringen oder nimmst du die ein nach dem anderen? Nee, ich überspringe die so. Schon cool. Ja, dann hebt Jalte kurz ab und macht mal eine Athletikprobe. Körperbeherrschung. Athletik hättest, dann könntest du das benutzen. Ich gebe dir nach 5 nicht mehr. Das ist eine Sonderfähigkeit. Bestehen aus ja, purem Eis. Ne? Ja, dann sieht das so aus. Jalte springt los, überspringt die erste Stufe. Und da du ja so einen Sturmangriff machst, setzt du den rechten oder den linken Fuß, ist ja jetzt relativ egal, zuerst auf die nächste Stufe und merkst dann, dass sie unter dir nachgibt. Also, und alle ihr anderen hört ein lautes Platsch und die Alte versinkt bis zum Hals in Wasser. In der Stufe? Du bist Hals, in der ja? Stufe. Oh. Okay, to the rescue, ihr Torwaller, ihr seid stärker als ich. Go, go, go. Geil.
Ich würde ja jetzt den Mund offen stehen lassen. Allerdings würde das bedeuten, wenn ich mich zum Wasser, Wasser in den Mund kriege. Deswegen lasse ich das. Dadurch, dass du die Probe bestanden hast, bist du auch nicht untergegangen, sondern hast dich irgendwie abfangen können an der Kante. Aber unter dir geht es halt, also wenn du jetzt nur nach unten guckst, siehst du unten so ein bläuliches, irgendwie so ein Schimmern, wie wenn ihr schon mal im Schwimmbad so ganz tief runtergeguckt habt, wenn da so ein Taucherbecken war oder so. So eine gähnende Leere unter dir, die aber so ein Schimmern ganz weit unten irgendwie hat. Ja, also ich halte mich dann quasi so mit meiner Axthand, so am Rand, am Beckenrand fest, ja. Ohne die Axt loszulassen, dafür haben wir die Probe auch gut. Das würde mir bis zum Grab hinterherlaufen, wenn ich die Axt verlieren würde, weil ich in eine Treppenstufe springe. Auf jeden Fall werde ich dann wohl den Schild möglichst hochhalten und mich mal umschauen, ob da Hilfe naht von hinten. Also wie gesagt, ihr habt gesehen, wie er da irgendwie losgesprungen ist und quasi so eine Arschbombe in die zweite Ebene der Stufen irgendwie reingemacht hat. Es hat ein lautes Platschen gegeben und Wasser ist hoch und gespritzt irgendwie. Ja, und ja, zieh ein Seil und ja, erstmal ein Seil zuwerfen. Wenn Torwanner 1 können, dann Leute aus dem Wasser ziehen. Auch wenn es aufrechtes Wasser ist. Ich würde nur eine Schlinge vorne dran machen, die sich irgendwie um den Arm oder so legen kann. Luft ziehen. Ja, dann ziehen sie dich wieder raus. Weil die kriegt Borealis nicht alleine gezogen. Jetzt sieht die, danach sieht die Treppe wieder ganz normal aus, wenn die alte da raus ist. Außer dieses leicht bläuliche Schimmern. Ja, also falls sich jemand aschen möchte, Kopf auf die Treppe. Niemand. Dann bleibt uns wohl nur eins. Hochschwimmen. Vermutlich. Ich habe die leichteste Kleidung und wird mir meinen alles, was schwer ist, also quasi bis auf Unterhose ausziehen. Ich schau mal, wie gut sich schwimmen lässt. Seil mitnehmen? Ja, natürlich. Würde man direkt ein Seil um den Bauch binden lassen. Gucke dann mal, ob man da von Stufe zu Stufe schwimmen kann oder ob man die Stufenillusion, so man generell schwimmen kann, ob es Strömungen gibt und so weiter und so fort. Also die sind ja nicht sonderlich groß, die also sind schon größer als eine normale Haustreppenstufe, aber ich habe ja gesagt, ein Schritt mal ein Schritt ungefähr, also dass man da einpasst, aber man kann sich halt an der Weite auch festhalten. Das ist halt wenn das aus diesem Höhlenteil rauskommt, hat man halt keine Wände mehr, wo man sich festhalten kann, außer halt eine Seite. Auf der anderen Seite geht's halt in den Abgrund. Also richtig schwimmen muss man da nicht. Also außer sich über Wasser irgendwie zu halten. Ja. Ich würde halt mal gucken, ob jetzt jede Stufe ein eigenes Becken ist oder ob die Ränder so auch... So sieht es aus, wenn du das testest, ja. Mhm. Brauchst du eine Schwimmprobe oder? Nee, brauchst du nicht. Ja. Da du ja auch weißt, was jetzt auf dich zukommt, auch keine Körperbeherrschungsprobe gerade. Was du aber auch erkennen kannst, ist, wenn du da irgendwie so drin wartest und irgendwie hoch auf die zweite Stufe hochgehst und so, ist dieser Abgrund unter dir, dieses, was auch immer neu zu sein scheint, wo es unendlich tief runtergeht. Aber das heißt, die Breite ist nur 1 Meter, das heißt, man könnte von Stufenkante zu Stufenkante springen. Ja, klar. Meter zu Meter und du hast halt immer nur so ein ganz kleines Ding, wo du Halt findest. Mhm. Und später geht's halt an der einen Seite runter um die 2000 Schritt. Wenn du dann nicht keinen Halt findest und zur falschen Seite wegkippst, dann bist du weg. Ja. Borealis,
Ihr seid doch sehr behende. Aha. Ich habe mal eine Klettertechnik bei Waldbewohnern gesehen, die solche Abgründe überspringen, indem sie sich am gegenüberliegenden Mauerwerk quasi im Sprung festhalten und mit den Füßen dann an der Wand abdrücken. Ich glaube, sie nannten es irgendwie Parkour oder Waldlauf. Versager Wandlauf. Beherrscht ihr das? Ist etwas her, aber ich habe das schon gemacht. Vielleicht könnt ihr diese Technik uns beibringen, denn wie gesagt, wenn wir von Kante zu Kante springen und einer den Halt verliert, sei denn, wir binden uns alle aneinander, das könnte uns auch alle in den Tod werfen. Ja, vor allen Dingen, weil man später halt nur so ein minimales Ding zum Standhalten hat. Der Grundgedanke bei sowas ist Körperspannung und Gleichgewichtssinn. Ich gucke gerade auf an, nun, Körperspannung bestimmt. Die Treppe macht irgendwie nach ein paar Metern halt so eine, windet sich so um den Fels herum, macht so eine Rechtskurve. Was er hier, wenn er jetzt so ein bisschen weiter nach vorne kommt, sehen kann. Es sind nicht nur ein paar Stufen, es sind ja deutlich über 100 Stufen, die ihr das noch so erledigen habt. Die dreht sich so ein, die Treppe. Das heißt, die Fliehkräfte beim Parkour werden wahrscheinlich nicht auf Borealas Seite, zumindest für den Part, wo es sich so rumgerät. Aber bis dahin müsste es funktionieren, rein theoretisch. Bis dahin wird das sicher funktionieren. Ich kann es ja mal demonstrieren, bis da vorne, denke ich. Eine andere Möglichkeit wäre ein langer Ausfallschritt, sodass man mit dem einen Fuß und angewinkeltem Knie auf der oberen Stufe steht und mit langem gestreckten Fuß auf der unteren Stufe. So kann man sich Halt suchen, ausbalancieren. Mhm. Das Nachziehen ist nicht das Problem, aber dann oben wieder die Balance finden. Ach mal, Freunde, das ist auch eine Göttin hier, oder? Wer jetzt? Ja, oder ein Gott. Oder was auch immer. Also dieses Krakending da. Und ich ziehe es auf den Altar. Nun ja, es ist eine exische Gottheit, ja. Also wenn ich jetzt mal darüber nachdenke, wenn ich was von meinem Gott will, dann bete ich den an. Oder gehe irgendwie in den Tempel und bring Opfer. Kann man die Götter nicht auch fragen, ob man einfach durch darf? Das kann man schon. Du willst einen Haranga anbeten? Nein, Mann, ich will fragen, ob ich da durch darf. Hast du mir nicht zugehört, oder was? Das ist doch faul. Beten, oder nicht? Bet doch nicht Haranga an. Ich hau dir gleich die Fresse, Dick. Du hast gerade gesagt, du willst mit dem reden. Ich will den fragen, ob ich da durch darf. Ich muss da doch durch. Der Einfall ist nicht schlecht, aber wenn es tatsächlich dieselbe Wesenheit ist wie am Friedhof der Seeschlangen, was wurde dort geopfert? Als keine Option, mein Ralof. In der Tat nicht. Ich glaube nicht, dass wir hier einen Wassersäuger herbekommen, egal in welcher Form. Was weiß ich, die Zauberin hier. Nun, ich könnte einen von euch in einen Delfin verwandeln, wenn ihr das möchtet, aber ich guck die Alte mit großen Augen an. Was? Ihr habt das gerade selber vorgeschlagen. Einen, aber nicht alle. Das ist richtig. Und wenn Daria guckt diese Treppe mit so einem leicht unglücklichen Blick an, sie stellt für mich tatsächlich in einer Hinsicht ein doppeltes Problem dar. Ich kann nicht schwimmen. Ihr seid genial, Vindariel. Bin ich das? Ja, habt ihr euch nicht schon mal in einen Vogel verwandelt?
Ja. Wie viel könnt ihr tragen? Reicht es für ein paar Seile, die wir aneinander knoten, ihr hochfliegt, sie irgendwo euch wieder zum Mensch macht, sie irgendwo festmacht und wir sie über die Kanten spannen, so haben wir ein Seil, an dem wir uns festhalten können, was die Sache sehr viel erleichtert. Ich kann es versuchen. Ansonsten könnten wir das auch zu zweit machen, zumindest bis dort vorne, und ich werde dann an der Kante die Seile anbringen. Ich kann zumindest ein oder zwei mitnehmen, also eins kann ich auf jeden Fall mitnehmen. Und hiermit vielleicht ist es besser, wenn ich einen von euch in einen etwas größeren Vogel verwandle, den größten, der mir einfällt, etwas Großes, Kräftiges oder so, was die Seile mit Leichtigkeit tragen kann. Ihr könnt aber nur in Lebewesen verwandeln, oder? Nur in Lebewesen, die mir bekannt sind, ja. Und in der Nicht Regel in auch Gegenstände, wie Holzbretter oder. Nein. Schade. Was für ein abwegiger Gedanke. Ihr macht kein Brett aus mir. Ich würde mich da zur Verfügung stellen. Ihr könntet mich über Stufen legen, alle hochgehen, mich nachziehen. Und aus Ralof wurde ein riesiges Bierfass. Nein! Sollte jemand Ralof in ein Bierfass verwandeln, verprügel ich diese Person mit Ralof. Ein guter Aspekt, die Alte. Also was machen wir? Es gibt viele Optionen. Wählen wir eine aus. Also ich kenne die meisten Vögel nur von Maraskan. Da ist der größte der Nachtwind. Mach große Augen. Ja. Filiason reibt sich so durch seinen Bart. Sollten wir nicht mit den magischen Potenzialen von Vindarin etwas vorsichtiger umgehen? Wir wissen nicht, was uns noch begegnen wird oben. Sehr guter Punkt. Gib mir mal einen Haken. Also Seil mit Haken. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, ist da jetzt quasi so eine Steinsäule, um die windet sich die Wassertreppe? Du bist gemutet. Das ist der Berg. Der Berg ist halt da und die Treppe ist halt außen am Berg und dreht sich so einmal um den. Okay, das heißt aber theoretisch könnte man an der Seite des Berges halt überhalb der Treppe entlang kraxeln. Okay. Ja. Guck diese Treppe sehr frustriert an. Also ich bin gut im Klettern und gut in Akrobatik, also. Worauf wartet er denn dann noch? Das ist doch eine ganze Strophe wert. Er hopst von Trepp zu Trepp, Absatz. Na dann, Seil. Zum irgendwo festmachen. Wende mein Seil ebenfalls. Und dann, dass ihr ja was sehen will. So. Los, mach deinen Chadid schneidig. Drei QS mit Akrobatik. Fasara Wandlauf. Ja, da läuft der Borealask an der Wand entlang, zumindest bis zur Steil. Da denkst du dieses Hupf, Hüpf. Also bei den Stufenseite immer nur wirklich, setzt nur die Zehenspitzen auf, dann Wupp, Wupp, Wupp und dann Pop, 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 Pop. Und wieder Zehenspitzen. Ja. Dann hältst du dich wie irgendwie an der Stelle, wo du halt die Wand verlassen musst, wie hältst du dich dann da? Mit der Pantherkralle. Mhm. Also würde ich dann das in die Wand schlagen und dann halt so quasi baumeln. Ja. Dann schaust du so gegen die Wand. Wo sich die Kralle irgendwie hat, versuchst das Seil irgendwie straff zu machen, weil rufst den anderen dann zu, dass sie kommen sollen oder was machst du dann? Ich teste das erstmal kurz, ob es auch tatsächlich hält. Wie machst du es an der Wand fest?
du das dann ich wollte versuchen, da eine Kerbe zu finden, wo ich das reinhaken kann. Mit was? Mit einem Haken? Ja, mit einem Haken. Ja, ich glaube, so eine große Kerbe ist da jetzt näher. Also es ist relativ flach. Irgendwie kaum, also es kann nicht zerklüftet oder so. Also müsstest du den Haken, wenn du dann Haken hast oder so, wirklich mit einem Hammer irgendwie in den Fels reinschlagen. Dann würde ich das ist gerade ein bisschen schwer mit der Vorstellung. Wenn ich einen Ansatzpunkt finde, so würde ich dann mit der Stumpf, also mit dem Knauf von dem Nachtwind den als Hammer improvisieren. Ja, also hältst dich mit der einen Hand fest. Ja, und also, ja. In der anderen Hand hast du den Nachtwind. Für mich dann so da. Jetzt ist die Frage halt, wie geht das mit dem. Also die Frage ist grob, momentan hängst du in meinem Kopf an der Wand und hast unter dir nichts, also du baumelst quasi an der Wand. So, jetzt ist die Frage halt, wie hältst du da den, also du könntest nach unten dich irgendwo auf dieses schmale Sims der Treppe stellen, ja, genau. Und dann hast du halt Zeit, ja, so, und ja, Kraft mit so beiden Händen zu arbeiten. So, genau, ja. Okay. Ja, dann schlägst du da was in die Wand hinein. Und dann kurz testen, ob es auch tatsächlich fest ist. Ja, ist fest. Und da du jetzt auch im Freien bist, wieder draußen, die anderen sind ja in dieser kleinen Halbhöhle, merkst du, dass es anfängt zu regnen. Natürlich. Schatze. Es musste halten. Okay. Dann angelt ihr euch an dem Seil entlang mit. Ich bin furchtbar langsam. Ihr könnt euch ja Zeit. Furchtbar langsam. Also, wer auch immer hinter Vendari geht, sieht, dass sie immer wieder so einen besorgten Blick auf diese Wasserstufen unter sich wirft, wenn sie gerade auf so einem Vorsprung balanciert. Ja. Ja. Wie sieht das bei den anderen aus? Eigentlich müsste das ja so ähnlich sein wie Takelage klettern, oder? Ja. Ja, dann geht's bei ihr halt echt gut. Ich meine, er hat zwar immer noch ein bisschen mehr Ausrüstung dabei, als er auf dem Schiff hätte, aber ist ja hier jetzt auch kein Akrobatikwettbewerb, ne? Genau. Ja, Vendariel schaut irgendwie nach unten und du siehst dann irgendwie diesen Abgrund, diesen Wasserabgrund hinab, siehst durch diesen und siehst dann da unten noch einen weiter irgendwann, dass so irgendwas von unten nach oben kommt. Erst nur so als kleiner Punkt zu sehen. Da kommt was! Und sie versucht schneller zu klettern. Was? Aus den Stufen! Eine Seeschlange? Ich habe keine Ahnung und ich werde nicht warten, um es herauszufinden. Borealas klettert weiter vor, alle anderen hinterher und bei Vendariel, wenn du jetzt irgendwie gesagt hast, da kommt was, schauen die anderen nach unten. Dann seht ihr halt auch da dieses irgendwas, dass da irgendwas so die in der Ferne zu erkennen ist, was hochkommt. Und bei Vendariel wird es zuerst so sein, dass ich, also draußen im Regen, dass sich halt das Wasser irgendwie durch die Kleidung irgendwie durchnässt und so, der Hut wird irgendwie schlapp. Und hängen runter. Genau, ja, gut, wenn das so ein Hut ist, wie sie da jetzt sind. Ja. Also ihr werdet ziemlich durchnässt
und irgendwie fühlt, wenn Daryl als erstes so ein Sog, als ob dieses Wasser, was irgendwie als Regen auf der Kleidung lastet und auf dem fühlst du so eine Art Druck von oben, der dich nach unten presst. Mit jeder Stufe wird es schwieriger, dem zu widerstehen. Und nach werden diejenigen, die nach unten geschaut haben, das Gleiche empfinden. Zuerst Nasir und danach die anderen. Und dann erkennt Vendaril in der Ferne irgendwas Bekanntes und macht mal eben eine Selbstbeherrschungsprobe. Gluck, 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 gluck. Du willst ja nur meine Chips. Ja. Genau. Selbstbeherrschung. Geschafft! Geschafft, ja. Da ist eine Entität, die nach oben drängt, dich gleichzeitig irgendwas nach unten presst, die dir seltsam bekannt vorkommt. Ist das der Krake? Nee, es ist, weiß ich nicht, ob man das als Krake bezeichnen kann. Es ist irgendeine undefinierbare Wesenheit, die irgendwie aus deinen finstersten Träumen oder so hervorgedrungen zu sein scheint. Ich kletter weiter? Bitte? Ich gucke auch nicht mehr runter. Also, das ist jetzt gerade einfach nur ein, okay, ich muss hier weg, ich muss hier weg, ich muss hier weg, ich muss hier weg. Also, nee. Wenn du so langsam warst, dann warst du wahrscheinlich hinten, wirst jetzt wahrscheinlich auf den nächsten auflaufen. Wer ist dein Vorletzter? Irgendeiner vor euch, oder? Dann ist Jalte Vorletzter, dann läufst du auf Jalte auf, wenn du schneller machst. Schätzchen, so weit sind wir noch nicht. Wir müssen sofort hier weg. Sofort. Los, schneller. Warum? Weil es kommt. Schneller. Du siehst so leichte Panik in ihren Augen. Was ungewöhnlich ist. Aber gerade hat die echt Panik in den Augen. Ja, Borealas, mach inne da vorne! Ja, Jalte schaut nochmal nach unten, siehst du jetzt auch irgendwie dieses, keine Ahnung, dass es ein Tentakel ist oder irgendwas, was da nach oben kommt, was noch ist noch relativ weit weg. Und fühlt halt auch diesen Druck, der auf ihm drauf lastet. Und auf einmal geht dieser Druck weg. Vendaril schiebt dich so von der Seite an, damit dass du schneller machst, und auf einmal fühlst du dich wahnsinnig leicht und merkst du, wie deine Hände so schneller an dem Seil gingen. Also du versuchst halt schneller zu machen, weil Vendaril gesagt hat, du sollst schneller machen, und es geht schneller, als du denkst, dass du das machst. Ja, also, aber der Rest der Gruppe macht das genauso, oder? Nee, nur du. Das heißt, du wirst dann nicht schnell auf den nächsten auflaufen. Und dann irgendwie um Volker irgendwie ist, wow! So schnell kann ich nicht, Alte. Ja, Entschuldigung, das ging auf einmal ab wie die Nachbarskatze. Die Schneeflöckchen. Gut, wir machen es etwas kürzer. Dieses Ding wird unterhalb der Oberfläche bleiben, irgendwie gerade außerhalb dessen, dass ihr es richtig identifizieren könnt, aber ihr werdet dieses ungute Gefühl weiter haben, dass es irgendwie euch belauert und nur darauf wartet, dass ihr einen Schritt daneben setzt. Gleichzeitig, außer bei Jalte, jeder dieses nach unten drückende Gefühl haben. So als würde jeder Regentropfen, der neu auf euch drauf fällt, irgendwie wie ein Kilo Gewicht irgendwie euch belasten. Und dann nach unglaublichen 208 anstrengenden Stufen, die ihr auf diese Weise euch um den Fels geschlängelt habt, erreicht ihr das nächste Plateau. Auch völlig außer Atem, völlig entkräftet, weil das wahrscheinlich ordentlich auf die Arme und auf die Beine geht, sich so an dieser Wand entlang zu schlängeln, außer wenn man halt dieses Gefühl hat, dass die nasse Kleidung einen ständig nach unten zieht. Jeder, der mal mit
mit nassen Klamotten geschwommen ist, weiß, wovon ich rede. Ja. Und das nächste Plateau ist relativ ist nicht umrandet. Das heißt, man steht jetzt hier, der Regen hört schlagartig auf. Man steht jetzt hier quasi auf einer, ja, frei bis auf die eine Felswand und die weiterführende Treppe, die sich weiter um den Fels herum windet, steht man frei etwas außerhalb des Berges. Die Luftströme ziehen irgendwie ihr merkt deutlich den Wind und könnt auch deutlich spüren, wie weit hoch ihr inzwischen wirklich seid. Und auf der nächsten Ebene steht da steht wieder eine Statue. Und zwar ein sehr eigenartiges, eiförmiges, aus dem Fels gehauenes Ding, auf dessen Spitze, also es ist ein Ei, ein überdimensioniertes Ei, und auf der Spitze dieses Eis sitzt eine dickbackige Kröte und schaut euch an. Au. Diese Gottheiten werden immer interessanter. Leute, ich habe so ein bisschen das Gefühl, das kam nur mir jetzt einfacher vor, als es sein sollte, oder? Also mir kam es überhaupt nicht einfach vor. Ich meine, schaut euch mal Schätzchen an. Ganz ehrlich, ich stürze mich von diesem Gebirge, bevor ich diese Treppe runtergehen muss. Die Alte hat vielleicht sogar mit zwischendurch Leute überholt und was dann als Zweiter hinter Borea las, ziemlich schnell irgendwie. Nee, ich habe das Schätzchen nicht allein gelassen. Ja, dann ist es dir relativ einfach gefallen, da hochzuklettern, ja. Daran liegen, dass du einfach nur gut gefrühstückt hast, halt. Ja, genau. Wahrscheinlich wird es das gewesen sein. Schlangenhaut. Borea, das zieht mal kurz so einen Stiefel aus und die ganze Füße rot vor dem Ganzen auf den Ballen stehen. Knack, knack, knack. Oh. Leute, vielleicht liegt das daran, dass ich darüber nachgedacht habe, da zu fragen, ob wir da durch können. Ich möchte das ja nur nicht vergessen. Ich bin derjenige, der das vorhatte. Und mir fiel es, auch nicht leicht, hier hochzukommen, aber es fiel mir leichter. Ja, die Verführung ist groß, um einen leichten Sieg zu kriegen. Genauso bekommen Dämonen ihre Anhänger, Jalte. Was? Willst du mich verarschen? Was habe ich dir gemacht? Dieser Gedankengang. Es ist der einfache Weg, ohne viel Widerstand, ohne Entbehren. Schnelle Kraft zu dem kleinen Preis deiner Seele. Alter, dein Ernst, ne? Und ich rempel ihn mal voll an. Das ist dir lieber, als wenn ich dich einfach frage, ob du zur Seite gehst? Die Frage ist, wen du fragst, ob du zur Seite gehst und was er dafür haben will. Werfe Nasir einen schrägen Seitenblick zu und musste ihn mal ganz, ganz genau von oben nach unten. Naja. Und Borea, das klopft dabei, ich halte mal so anerkennt auf die Schulter. Anfangen ist leicht, beharren ist die Kunst. Guckt mal so die weiteren Stufen hoch. Ich denke, gute Einfälle bringen uns hier wirklich weiter. Auf jeden Fall auch erstmal Rockerkleidung. Zieh meine Sachen aus, bringen die aus. Der schiere Wille ist, denke ich, hier unsere einzige Schwäche, unser eigener Wille. Du bist gemutet, Guani? Das Ei, was in der Mitte des Plateaus steht, beginnt langsam mit so einem grünlichen Licht zu pulsieren, während ihr da irgendwie redet. Okay, was fällt mir zur Kröte ein, während ich noch versuche, den Schrecken aus der Tiefsee aus meinen Gedanken zu vertreiben? Die Kröte ist die Gottheit Saat-Uhar. Aha. Steht für das Leben, die Geburt, die Fortpflanzung. Ich gucke die Kröte an. Wer? Wer? Party on.
Ja, ich werde mich auch erstmal aus meiner nassen Robe schälen, weil die ist gerade echt schwer geworden. Durch das ganze Wasser. Das ist so ein Reisemantel, also doppelschichtig. Das ist gerade... Oh. Nackige Magier-Elfe. Ach. Und ein Nasir ist ja auch ausgezogen. Nackiger Avis-Geweihter. Ja, suche nach mehr Ersatzklamotten in dem Rucksack. Wenn die Klamotten halt nass sind, dann müsste man da eben mal raus. Ne? Besonders wenn man höher kommt mit starkem Wind, ist schlecht. Ja. Also ich denke, mehr oder weniger sind da alle mal kurz etwas nackig. Ja, euch fällt auf, während ihr euch entkleidet und eure Klamotten ausbringt, dass eure Blicke immer wieder untereinander hin und her huschen. Ihr entdeckt auf einmal die Muskeln auf Ralufs Bauch, das Sixpack, den Bizeps von Jalte, die unglaublich elfisch wohlgeformten Rundungen von Vendariel, den leichten Turn, der sich irgendwie so als nasses, lässiger, öliger Film auf Nasirs irgendwie Armen irgendwie leicht schimmernd. Genau. Die durchtrainierten Knackarsch von Borealas. Genau. So. Ja. Und diese auswringenden Bewegungen werden sehr lasziv. Zumindest in eurer Wahrnehmung. Ja. Wir sollten hier definitiv schnell weg, sage ich, während ich mir meine Ersatzklamotten überstülpe. Ich bin die einzige Frau hier. Ja, das auch. Stimmt. Und gerade gucken sich, glaube ich, so um die 8 Männer an. Und ich, Wobei die sich auch gegenseitig angucken, das ist ganz eigenartig. Allerdings macht mir die leuchtende Kröte da hinten Sorgen. Also nicht der mehr oder weniger starke Grat, den die Herren dich da ansabbern, ja? Ja, das ist okay. Das habe ich auf die eine oder andere Art und Weise in meinen Jahrhunderten schon erlebt. Durchaus auch mal mehr als ein Typ. Aber diese Kröte, die das Ganze beeinflusst, die kam nicht drin vor. Das Eigenartige ist, dass irgendwie du zurücksabberst, auch wenn du es gerade nicht haben willst. Der Bizeps von Jalte ist schon ganz ordentlich. Hier sind einige hübsche Männer. Ich wurde auch nie müde, das zu betonen. Die meisten wollten es nur nicht hören. Na, sie hat sogar den Vorteil, gut aussehend. Ich auch. Ich glaube, die haben fast alle in dieser Otayasko. Es ist die bestaussehendste Model-Otayasko. Der Einzige, der das nicht hat, kann das alles ändern. Die Alte protzt vor innerer Schönheit. Und Raluf, ja. So ein total barbarischer Charme irgendwie. Wildheit. So ein Conan-Charme. Ich kann mich ja täuschen, aber ich glaube, diese Treppe wird perfide. Muriel, das kratzt sich so ein bisschen an der Stirn. Sollten vielleicht weit getrennt voneinander gehen? Um Volker meint, wieso anbinden war doch eine gute Sache. Ich weiß nicht, ob die Verbindung mit Seilen gerade so eine gute Interpretation erlaubt. Nein, ist sie nicht. Fallen lassen? Nein. Ich schaue Vendariel verdutzt an. Was? Vendariel schlägt in dem Augenblick die Haare so beiseite. Auch wenn sie es gerade wirklich gar nicht macht, aber Nasir, das fesselt deinen Blick wahnsinnig. Ja, die haben ja schon konversationiert. Also was ihr euch immer vorstellt. Das war ja böse. Okay. Jalte, willst du wieder den ersten Fuß auf die Treppe setzen? Oder? Ja, klar. Guck dem Torwaller wieder beim Absaufen zu. Ich glaube nicht, dass das zweimal passiert. Wenn ihr alle zu feige seid, mache ich das natürlich. Von mir aus kann auch ich vorgehen. Mir egal. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Kratzt dich wieder so ein bisschen an der Stirn. Ich werde es diesmal versuchen. Ich bin recht flink. Guck nochmal Borealas fragend an. Aber naja.
dazu mal prüfen, so einen Fuß auf die erste Stufe, bevor ich mein Gewicht drauf verlagere. Mhm. Achte dabei auf mein Inneres, wie, ob und wie sich das diesmal verändern könnte. Momentan ist da keine großartige Sache zu sehen. Also das ist auch eine kleinere Stufe wieder dieses Mal, aber dafür steiler ansteigend. Zwei kleine Maraskanfedern. Vier kleine Maraskanfedern. Ich bin ja fast versucht, einfach nur auf der Stufe zu stehen und zu schreien, aber ich lasse es sein. Was du auf jeden Fall bemerken kannst, wenn du auf der ersten Stufe angekommen bist, ist, dass irgendetwas dich zurückzieht. Irgendwie deine Blicke gehen immer wieder zurück. Du schaust die anderen an. Du hast irgendwie das Bedürfnis, so wieder zurückzugehen zu den anderen. Die einfach Jalte mal ganz fest zu umarmen. Das ist wirklich die schwerste Prüfung, die ich je hatte. Ich drehe mich rum. Ich habe das Bedürfnis, zu euch zurückzugehen und Jalte zu umarmen. Ja, wenn es sein muss. Ich denke, die Prüfung ist, dass man dem Drang widersteht. Weil es dann, weiß ich nicht, wozu führt. Ich versuche mich mal zu zwingen, weiterzugehen. Zu gucken, wie. Wenn Daryl hat euch ja noch nicht gesagt, wofür das steht. Ich guck die Kröte an und murmle so ein bisschen zu mir her. Also, ich habe mal von einem Märchen gehört, da musste man den Frosch küssen. Und er verwandelte sich in einen wunderschönen Prinzen. Küssen ist gerade eine ziemlich verlockende Sache. Wenn auch nicht die ganze Kröte, aber hier sind genug Männer. Mhm. Naja, Leute. Also, ihr wolltet da unten dem Kraken nichts opfern. Und wenn Daryl davon spricht, dass man Kröten küssen soll. Wenn's hilft. Es ist ein Märchen. In Märchen steckt sehr viel Wahrheit. 15 Maraskanfedern. Du hältst Uriah auch für ein Märchen? Nein, ich halte es für ein Märchen, dass ihr sie getroffen habt. Ja, definitiv. Siehste. Hm. 19 Maraskanfedern. Okay, es hilft nicht. So. Ist gemutet. Lustig. Entweder fangen wir jetzt an, diesem Drang nachzugeben, oder wir lassen uns was einfallen. Na, sie hat ja schon gerade umarmt. Was? Nasir ist auf der Treppe geblieben, es hat versucht weiterzugehen, das ist nur verbal mitgeteilt. Ach so, ich dachte, du wärst jetzt wirklich zurück und hättest. Nee. Ich rufe dann auch zu Jalte runter. Bevor ich einen anderen Gott küsse, falle ich lieber hier tot um. Ja, wo ist das Problem? Dass es ein falscher Gott ist. Egal, was er ist. Die Treppe erbebt kurz. Alter, das ist nur ein Gott von anderen. Ich glaube, das hat ihr nicht gefallen. Ach, meine Güte. Borealis geht zum Frosch und küsst ihn. Darauf habe ich gewartet. Ich würde mir auch noch mal in die Hand schneiden. Warum? Ja. Nächste rüde Geste. Borealas verharrt in einem unglaublich langen Kuss mit der Froschstatue. Hat er aufgehört? Nein. Das Ei unten pulsiert weiter. Also da diese Gottheit unter anderem für Fruchtbarkeit und Leben steht, könnte ihn bitte einer da wegboxen, bevor es schlimmer wird? Heißt das, Borealas legt vielleicht in den nächsten Wochen ein Ei? Oh, wenn, fände ich das äußerst faszinierend und würde das sehr gerne untersuchen. Jetzt wisst ihr, wo die eingeborenen Hexen herkommen. Alles Borealas. Ach, das ist doch nur ein Gerücht. Das gibt's doch gar nicht. Genauso wie Urima. Den Vorgang oder das Ergebnis? Beides! Ja, Borealas küsst weiter, umarmt das Ei, worauf der Frosch thront, streichelt sanft an dem Ei entlang, über den Frosch.
Das ist total schön. Das wird mir jetzt schön. Zu bunt. Kann ich ihn am Schlawittchen packen und vom Ei wegziehen, bitte? Kannst du, klar. Gut, dann will ich das tun. Mal eine Kraftaktprobe. Oh Gott. Sagt er mir. Mir. Kraftakt. Du willst ihn mit Gewalt da wegziehen. Bist du sicher, dass du das willst? Nee. Also bei diesem Schauspiel. Ich hänge an, Borealas. Bei diesem Schauspiel setze ich mich einfach mal bequem hin und nehme einen Schluck aus meiner Flasche. Nicht aus der Prima Feuerflasche, die habe ich nämlich wieder abgegeben. Ich habe schon Kopfschmerzen. Was ist Wasser drin, ja? Merkwürdigerweise schmeckt es nach Met. Hm. Unglaublich, der beste Met, den du jemals getrunken hast. Ich werde trotzdem nicht weiter trinken. Hey, mach doch mit, das ist voll schön. Ja, du siehst gerade um Volker, wie er auch irgendwie an seiner Wasserschlauch irgendwie trinkt. Inu hatte sich irgendwie einen Pfeifer angesteckt und zieht gerade wie ein Berserker an diesem Pfeifenschniel. Oh Gott, der ist so stonegleich. Gleich an der nächsten Sieht auf die Pupillen, wie sie groß Eisen. Werden. Das ist echt warm hier. Oh mein Gott, ich kann nicht glauben, dass ich das tue. Ich würde mal zu Nasir rübergehen an den Anfang der Treppe. Also wenn ich weitergehen konnte, bin ich schon wesentlich einige Stufen weiter. Dann bist du vielleicht zwei oder so Stufen weiter. Wie gesagt, das zieht dich zurück. Also es ist irgendwie ein sehr... ja. Jede Stufe kostet dich ordentlich Anstrengung, dagegen anzukämpfen. Nichtsdestotrotz würde ich genau das versuchen, gegen den Drang anzukämpfen. Ja, dann läuft Vendarin auf die erste Stufe, hat auch dieses Zurückgefühl. Ich werde das bestimmt bereuen. Garantiert. Aber Vendaria dreht sich jetzt mal um und macht den Jungs schöne Augen. Und zwar so richtig. Also sie fängt an, mit ihrem Haar zu spielen und sich so ein bisschen in Pose zu bringen. Und da sie auch jetzt nicht mehr ihren langen Überwurfmantel trägt, sondern ihre anderen Klamotten, kann man auch sehr viel von ihrer Figur erkennen, die ja normalerweise echt unter diesem Schrank von Mantel begraben ist. Also Jungs, ich weiß ja nicht, wie es so mit euch steht, aber... Wie wär's mit einem kleinen Spielchen? Mach mal eine Betörenprobe. Oh Gott. Die Schwierigkeit für die Selbstbeherrschungsprobe bei den anderen zu wissen. Oh Gott. Betören. Ich habe da ernsthaft Angst vor, genauso wie vor diesem Metwasser. Ja gut, okay, das kann ich immerhin relativ gut. Wen wundert's? Was, nur eine Qualitätsstufe? Oh. Das heißt, nur eine Erschwerung für die Selbstbeherrschung. Ich könnte versuchen, die 17 zu rerollen, aber ist es mir das wert? Weiß ich nicht. Es kommt drauf an, wie sehr du das willst, was die anderen da machen. Ich muss tatsächlich nur die 17 rerollen. Also ich werde mal versuchen, die 17 zu rerollen. Dann kriegst du einen Chip von mir. Yippie. Kannst du auch einen Chip ausgeben, um noch eine Qualitätsstufe drauf zu machen? Jawohl, dann habe ich nämlich alles drunter. Dann sind das, ich glaube, 3 Qualitätsstufen. Jo. Dann müssen, ja. 3 Qualitätsstufen, ja. Willst du noch einen Chip geben, dann von die 4. Qualitätsstufe? Ach komm, nimm meinen Chip, gib die 4. Qualitätsstufe. Ja, ich bin die unwiderstehlichste Elfe auf diesem gottverdammten Plateau. Also jedes Attribut um 4. Ja. Nasir rennt die Treppe wieder runter zu der Rindariel. Ich hab's trotzdem geschafft, und zwar mit 4 Qualitätsstufen. Die Alte schändig! Die Alte steht nicht auf Elfen. Moment. Minus 4. Ich hoffe jetzt einfach auf den Effekt der Masse. Und dass es funktioniert. Das ist das, was ich hoffe, weil das kann auch ganz schön nach hinten losgehen, was ich gerade abziehe. Hey, Vendarien! Du bist viel schöner als die Kröte.
Viel wärmer als so Stein. Nee, da ist auf jeden Fall eine 20 bei. Also fumm. Und mit einer unfassbaren, lasziven Geschwindigkeit. Klippo, Realas, jetzt Admin Dariel. Ich hoffe, dass ich halt den Großteil der Meute damit auf meine Fährte locke und dann, ja, wie gesagt, sie hat gesagt, wir werfen mit einem kleinen Spielchen und dann wird sie jetzt sagen, fangt mich. Und dann werde ich die Treppe hochrennen, so schnell ich kann. Problem ist, dass wir alle hinterherlaufen, bitte. Masir kommt dir entgegen. Nee, das hab ich ja, du bist ja vorbeigekommen und dann bin ich an dir vorbei. Und dann habe ich gewartet, so eins, zwei, okay, es kommen alle bis auf Jalte. Ach, der folgt schon der Masse hoffentlich. Also bei minus 13 würde ich sagen, Moria, das rennt die Stufe hoch. Ja, ich auch. Gib ihm, gib ihm, gib ihm, gib ihm. Ja. So ganz leicht. Einmal, kannst du mir Idee, kannst du mir Idee, kannst du mir Idee. Was ist das nochmal, Selbstbeherrschung, okay? Ja, ich habe gerade falsch eingetragen. Die vier Qualitätsstufen haben mich etwas stutzig gemacht. Ich habe es deswegen nochmal gewürfelt mit dem richtigen Modifier. Ich habe mir plus 4 statt minus 4 eingetragen. Ich habe es aber trotzdem geschafft. Ja, immer noch mit 4 QS. Ja. Und dass wenn Jalte was kann, dann sich beherrschen. Komisch eigentlich. Ja, scheint so. Ja, scheint so. Aber genau, ich brauche auch nochmal von Vendaril, brauche ich auch nochmal eine Selbstbeherrschung, um den, weil du willst ja laufen und willst dich ja nicht den Männern hingeben. Von daher. Nein! Möchte ich nicht. I don't want it. Ja, die Kröte möchte, will dass das. Sie dieses Plateau verlassen. Ich möchte, dass sie aufhören, die Kröte anzubeten. Dankeschön. Jo. Zurück ans Funkhaus. Puh, ein QS reicht. Das ist gelungen. Ja. Wie gesagt, ich sprinte so schnell ich kann die Treppe hoch, in der Hoffnung, dass mir jetzt einfach alles hinterherläuft. Ja, alles bis auf Jalte. Und dass Jalte der Masse folgt. Weil Herdentrieb und so. Er guckt erstmal total verdattert da hinterher. So, hä, was? Ja, alle laufen mir hinterher. Rennen die denn so? Hat hier irgendwer ein Startsignal gegeben? Verdammt, das ist ein Wettrennen! Ja, genau das! Hol mich ein! Ich werde auf gar keinen Fall letzter, wenn wir ein Wettrennen veranstalten. Oh, Gott sei Dank. Ja, dann lauft ihr die nächsten Treppen nach oben. Und erreicht dann nach unglaublichen 100 irgendwas. Oh. Nee. Stufen hochgejoggt. Das erste Mal, dass das nicht dabei steht hier. Ne? Ja. Tatsache. Hast du nicht irgendwas gesagt von 217 Stufen oder so war die letzte? 208 waren die letzten, ja. Dann sind es 104. Wahrscheinlich. Weil sie sich immer halbieren. Ja. Ja. Also es ist immer dieses Ankämpfen gegen sich selber und für die Herren, die jetzt Vendaril hinterherlaufen, ist es wesentlich angenehmer als für Vendaril selber. Für Vendaril ist unglaublich anstrengend, gerade diese Treppe hochzulaufen. Das heißt, sie wird wahnsinnig entkräftet, also noch mehr entkräftet, als es vorher sowieso schon warst. Vielleicht könnt ihr euch alle mal eine Stufe Erschöpfung und Vendaril noch mal eine zweite Stufe Erschöpfung aufschreiben. Nehme ich alles. Auf dem nächsten Plateau ankommen. Ich breche auch einfach erstmal nur zusammen. Es ist mir total egal, was jetzt passiert. Ich kann nicht mehr. Ich breche einfach nur zusammen und merke dann, es sind alle mitgekommen. Das nächste Plateau ist eigentlich weniger ein Plateau, es ist eigentlich nur so ein kleiner Absatz und ihr seht, du siehst, dass die nächsten Treppenstufen extremst schmal sind und sich noch weiter an dem Fels entlang haben. Also es ist vielleicht gerade genug Platz für einen Fuß breit. Einige davon sind sogar abgebrochen, dass weniger Platz daran dran ist. Und hier dieser kleine Sims ist auch nicht wirklich breit. Also wenn ihr da alle drauf passt, dann seid ihr ordentlich am Knuddeln. Und in die Wand eingehauen an diesem kleinen Sims ist eine große Flugechse. Und auf dem Boden steht eine in den Stein eingehauene Opferschale, wo Kadaver von Vögeln drin zu sehen sind.
Alle laufen auf Vindaril auf, alle großer Haufen. Runter. Nee, nur bis zum drittletzten, die letzten beiden hat Jalta eingeholt und die hält er natürlich auf, weil er bleibt nämlich stehen, sobald wir im Ziel sind. Dann laufen sie alle auf Jalta auf. Ja, und sofort, also Vindaril ist immer noch unglaublich verführerisch, aber die das unnatürliche Verlangen lässt nach. Hört auf, nachdem wir dann auf den Sims getreten seid. Oh. Ey, Leute, eins müsst ihr mir verraten. Wie habt ihr das mit dem Wettrennen ausgemacht, ohne dass ich das mitgekriegt habe? Schau, ihr haltet es halt verdammt an. Willst du mich veräppeln? Hä? Wieso? Ich muss sagen, es ist wirklich sehr anheimelnd, hinter einer Elfe herzurennen. Sollte man häufiger in Übungsprogramme einflechten. Ich bleib jetzt mal an der Wand stehen, ja? Das ist eine gute Idee, mein Phileason. Oh, Leute! Borealis stellt sich mit der Vorderseite zur Wand und den Arsch zu Vindaril. Die liegt einfach nur auf dem Boden und ringt nach Luft und Atem und versucht erst klarzukommen auf irgendwas. Ich glaube, du kannst hier nicht liegen. Das ist ja nur so ein Absatz. Ja, genau. Du kannst wahrscheinlich höchstens drauf sitzen. Okay, ich sitze. Du bist gut. Sie kann liegen, aber dann haben alle anderen Probleme, da zu stehen. Ja, dann sitze ich. Aber ich habe gerade echt Probleme, an Luft zu kommen und ähnliches. Meine Beine zittern. Ich bin durch. Ihr hört in der Ferne donnern. Und merkt auch so einen Wind, einen starken Wind, der jetzt hier an dem Berg vorbeipfeift. Also, ich weiß ja nicht, aber wenn man das mehrmals täglich macht mit dem Berg, dann ist man fit. Ja. Stirbt man an einem Herzinfarkt? So einen Berg brauchen wir auf Maraskan auch. Dann wären die Mittelreicher nie zu uns hochgekommen. Die wären alle an der Stufe unter uns hängen geblieben. Alle. Wahrscheinlich. Geht es denn allen gut? Sind alle hier? Bitte sagt mir, dass alle mitgekommen sind. Alle mal durchzählen. Ich bin als letztes gestartet. Könnt ihr mir das nächste Mal bitte vorher Bescheid sagen? Damit ich auch gefasst bin darauf. Und nicht irgendwie hinten hinterher rennen muss erst. Daniel, das ist echt Kacke. Dankeschön. Danke, das war gut. Das war genau richtig jetzt. Ich nehme mal Schluck aus meiner Flasche und hoffe, dass das nicht mehr nach Met schmeckt. Nee, ist Wasser. Oh, gut. Hat noch jemand so tierische Kopfschmerzen? Das muss an dem Prima Feuer liegen. Ich bin nichts mehr gewohnt, ey. Aber bezaubernder Anblick. So gegen die Wand gelehnt. So. Dankeschön. Vielen Dank. Ich guck die nächste Treppe wütend an. Dreh dich um, du blöde Treppe, und geh abwärts. Ist weniger Treppe als eigentlich nur so kleine, aus dem Fels vorstehende Sockel, die an sich an der Wand entlang gehen. Also, ich mach eine Pause. Irgendwie macht mir diese Treppe gerade richtig Angst. Ich weiß nicht warum. Wenn ihr nach unten guckt, seht ihr wirklich irgendwie Abgrund, der nach unten geht. Ich glaube, ich kriege heute keinen Handstand mehr hin. Definitiv nicht. Hat hier irgendwer zufälligerweise eine Tasche mit Vögeln? Habe ich unterwegs verloren. Ich habe einige Vogelfedern, warum? Guck dir mal die Schale an. Ich glaube, da liegen tote Vögel drin. War ich, sobald ich keine schwarzen Punkte mehr vor den Augen habe? Gib mir noch eine Minute. Ja, nur, ey, guck dir mal bitte das Kletterding hier an. Und wenn wir da nicht, also, jede Treppe war jetzt irgendwie übel hier, ja? Und ich glaube, ich werde schon im normalen Zustand das Ding kaum schaffen. Vindaril hat ja auch Federn am Hut, ne? Hier so.
Ja. Oh. Aber bislang wird es immer schlimmer, oder? Also auf eine sehr seltsame Art und Weise. So gerade schlimmer oder schöner gesagt? Ich bin mir noch nicht sicher. Ah, gut. Schlimmer. Schlimmer. Geht es euch, Nasir? Ich bin überlegen, ob ich vor Seitenstechen umfallen soll oder vor Bewunderung für eure Genialität. Ich weiß nicht, ob ich das genial nennen würde. Ich war noch nie so angeregt und panisch gleichzeitig. Ja, kann ich bestätigen. Also für mich zumindest, glaube ich. Ich meine, durchaus eine nette Abwechslung. Aber nein, danke. Das war doch meine... Ich glaube, unser Glück war, dass es da kein... Das klingt jetzt vielleicht komisch, aber kein Becken mit warmem Wasser gegeben hätte. Ich glaube, da wären wir nie wieder rausgekommen. Eigentlich. Auf diesem kleinen... Wie redet ihr da? Auf diesem kleinen Sims hier ist es für das erste Mal seit langer Zeit, dass Nasir sich relativ befreit fühlt. Du bist zwar K.O., aber irgendwie fühlst du dich auf diesem Sims wieder, also als ob die Verbindung zu deinem Gott wieder angeswitcht worden wäre. Das ist seltsam. Fühlst dich heimisch und vertraut und zu Hause und einfach ein wohliges Gefühl, was Nasir durchströmt an diesem Sims. Da schaue ich mich so suchend um. Das ist seltsam. Ich fühle die Verbindung zu meinem Gott wieder. Großartig. Wenn du dich umschaust, siehst du nur dieses große Abbild auf der Wand, in die Wand eingemeißelt, der Flugechse, die da steht. Also Dariel, was wisst ihr über dieses Bildnis? Dariel kreilt sich so ein bisschen an der Felswand fest, kommt schwankend auf die Füße, guckt sich diese Kreatur an. Was weiß ich darüber? Das ist Hirsirsr. Hirsirsr. Nein, ich bin nicht betrunken, er heißt wirklich so. Das ist der Gott des Himmels und der Lüfte und ja, des Donners und des Blitzes auch. Gucke die gesplitterten, also alles, was mit Luft zu tun hat. Nun, hat Avis nicht auch einige Aspekte des Himmels? Und des Reisens oder so? Ja, nicht wahr? Des Reisens, ja. Des Himmels weniger. Aber er ist ein Vogel und seine Aspekte sind der Himmel und der Donner und der Blitz und ich gucke mir die gesplitterten Treppenstufen an. Ja. Wir sollten unbedingt Vögel auftreiben. Ja, ich... So nicht ein Schild? Schmunzelt ein bisschen. Sie nimmt mal ihren Hut ab und da hat sie halt die Faunfeder und die Fasanenfeder. Wie gesagt, ich habe ein paar Federn. Und das hilft. Ja, ich habe selbstgeschnitzte Amulette und ich habe hier noch so ein paar elfische Münzen. Und ich hole mal so eine Handvoll, also so ein Beutelchen mit einer Handvoll von diesen elfischen Münzen, die ich im Himmelsturm habe mitgehen lassen, raus. Mhm. Ach so, hier, du hast es doch nicht geglaubt, dass wir im Himmelsturm waren. Die habe ich daher. Gucke mir diese Münzen an. Ja, sind uralte elfische Münzen. Faszinierend. Gewährt mir bitte ein paar Minuten. Ich möchte ein Gebet probieren. Ich glaube, da gibt es keine Widerrede. Wie? Nein! Was? Du hast... Alter! Willst du mich verarschen oder was? Vorhin hast du gesagt, ich soll das nicht machen! Führe eine Verbindung zu meinem Gott, Jalte. Zu meinem Gott. Ja, ja! Nur weil du irgendwas in dir spürst, ist das jetzt auf einmal in Ordnung, oder was? Ich glaube, ich spinne! Ja, dann würde ich Volker macht ihn anschmunzeln und sagen, nun,
besser. Ich spüre jetzt etwas in mir als Vindariel vorhin, oder? Hä? Und so einen Seitenblick von Borealas? Bitte? Gibt es einen Seitenblick von Borealas? Ehrlich jetzt? Ich werfe Nasir so ein schiefes Schmunzeln zu und ja. Hey, ich habe nicht das Gefühl, ich habe irgendwas verpasst. Oh, ja. Keine Sorge, Jalte, irgendwann bist du alt genug, um das zu verstehen. Und das von einer Elfe. Borealas zählt nochmal die Männer durch, guckt dann zu Vindariel, zählt nochmal die Männer durch, guckt wieder zu Vindariel. Nein. So. Der eine irgendwie gebeten. Um Volker und Phileas dann schauen auch ziemlich beschämt zu, irgendwie so zwanghaft nicht Vindariel an. Borealas gibt sich gar keine Mühe. So. Inu auch nicht. Ja. Inu kriegt doch was mit, ich dachte, der fliegt schon. So. Dann, da die ganzen Rauscheffekte alle verschwommen sind, nachdem er die nächste Ebene erreicht hat. Gut. Ja, Nasir, dann hier, sprich mal dein Gebet. Und wenn das funktioniert, dann will ich auch was von dem Zeug. Vielleicht hilft das ja. Wir könnten mit der Axt neben ihm stehen und wenn er sich verändert, dann anklopft. Wir könnten ihm auch einfach einen Tritt verpassen, dann fällt er runter. Versteht euch. Ich wollte ihm eigentlich nur, K.O. hauen und nicht töten. Wenn du ihn hier K.O. haust, fällt er auch runter. Ja, wir könnten dann warten, bis er wieder aufwacht. Hä? Vom Runterfallen? Muss er nicht umfallen, Mann. Ich glaube, er meint K.O. schlagen und festhalten im selben Moment. Ich gucke mir noch mal den Sims an. Ich glaube nicht. Na gut, war nur ein Vorschlag. Oh. Ich bin sonst für K.O. hauen. Echt. Dass ich das noch erleben darf, dass er nicht für K.O. hauen ist. Ja, was betet Nasir denn? Ja, er würde beten und versuchen, eine Antwort von Avis zu erhalten, ob die schwere Prüfung, dass er von ihm so lange abgeschlossen war oder abgeschnitten war, obwohl er sich auf einer Reise, die wahrscheinlich niemand zuvor oder zumindest niemand zuvor aus der Kirche betreten hat, eine Prüfung von ihm war oder der Einfluss der schlechten Götter und dass er unglaublich froh darüber ist, dass dieser Einfluss jetzt von dannen gezogen ist. Mhm. Ja, und fühlt sich unglaublich gut dabei, weil du hast das irgendwie das Gefühl, dass dir jemand zuhört. Dieses warme Gefühl von nach Hause kommen. Auf einmal sieht auch die nächste diese Treppenstufeneinheit da, diese Vorsprünge gar nicht so bedrohlich aus für dich. Mhm. Und hat's geholfen? Darf ich deinen Gott jetzt fragen, ob ich da durch darf? Ich bin mir noch nicht sicher. Die Treppe sieht nahezu einladend aus. Ich hoffe, es ist keine Falle. Ja, und wenn es eine ist, dann ist es eine, egal ob ich Avis gefragt habe, ob ich da hoch darf oder nicht. Das ist wohl richtig, Alter. Alles klar. Dann frage ich jetzt. Lieber Herr Avis oder Schrisch, schrisch. Oh, ich versuche das echt halbwegs so.
Bitte lass uns da hoch. Bitte, bitte. Ich gucke noch mal so versichernd zu Nasir. Betet man so zu dem? Hinter Jalte zuckt gerade ein Blitz vom Himmel. Der Donner lässt den Fels, auf dem er steht, ein bisschen erbeben. Es gibt keinen festen Weg, wie man mit einem Gott spricht. Jeder hat seine eigene Methodik. Ich denke, so wie ein junger Avis- oder Nanduspriester beten würde und es für richtig hielte, so hielt es ein strenger Preiogut für Frevelung. Du hast die Verbindung mit dem Gott für dich und nicht für irgendjemand anderen, Jalte. Ich gebe zu, dass es mir nicht leicht fällt, eine Verbindung zu einer Flugechse aufzubauen. Wir sollten ja alle keine Echsen anbeten. Erklärt ihr das der Göttin zwar oder soll ich es tun? Die ist keine Echse. Doch, habe ich aber noch nie angebetet. Ja, hoffentlich wollt ihr niemals Kinder bekommen. Dafür ist Travia zuständig. Kommt, glaube ich, auf die Definition an. Was heißt Defi? Defini was? Sie redet schon in komischen Worten, vielleicht ist das exisch. Nee, die sind Schätzchen, die reden immer so. Das ist exisch. Nein, das war gespenstisch. Was doppelt gruselig klingt, weil das halt im zweistimmigen Elfengesang quasi rüberkommt. Es ist also ein gruseliges, gespenstisches, doppeltes Zischen. Und hat er geantwortet? Ich drehe mich zu. Hat er uns verzaubert? Immer, Ralof. Immer. Jetzt lass ihn nicht provozieren, Ralof. Keiner verzaubert mich. Hat sie doch nicht. Hat sie doch gerade zugegeben. Die hat dich angequatscht, also angeflunkert. Lass mich mal vorbei. Lass den Scheiß jetzt. Oder was du da gesagt hast. Ja, wir sollten hier den Avis nochmal bitten, ob wir jetzt wohlbehalten oben ankommen dürfen, bitte. Ich dachte mal, der wäre ein Vogel und nicht so eine Flugechse. Naja, wenn er ein Vogel ist und du wärst eine Echse, wie würdest du ihn an der Wand zeichnen? Als Vogel? Wenn er ein Vogel ist, male ich einen Vogel. Kaka! Bin aber schlecht im Malen. Ja, stell dir vor, der Typ, der den hier in die Wand gehauen hat, war auch schlecht im Malen. Du meinst, der konnte nur Echsen malen? Ja, genau. Das macht auf irgendeine komische Art Sinn. Gucke Jalte fast schon bewundernd an. Er macht sich. Und das habe ich gemacht, ohne komische Wörter zu benutzen. Ich bin begeistert. Okay, also Avis ist eine Flugechse, merke ich mir. Nicht wirklich, aber nur. Da ist es wieder dahin. Also, hat er geantwortet? Ich habe zumindest ein wohliges, warmes Gefühl in mir. Eine Vertrautheit, einen Wunsch, die Treppe zu besteigen. Ob das jetzt Avis war, weiß ich nicht, aber es klingt richtig oder es fühlt sich richtig an. Und denn? Also, nach unseren bisherigen Erfahrungen, denke ich, gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder wir können auf einmal alle fliegen auf dieser Treppe oder werden vom Blitz getroffen. Oder das ist einfach so meine araskanische Schwarzsicht. Ja, wenn Daria nimmt mal ihren Hut ab. Dabei mag ich die Farben so sehr. Und zupft diese Pfauenfeder von ihrem Hut und legt sie mal vorsichtig in diese Opferschale. Ich habe wirklich keine Lust, vom Blitz getroffen zu werden.
Zu schade. Der Wind nimmt leicht zu. Setz meinen Hut wieder auf. Wir sollten gehen. Und langsam, weil ich bin immer noch vollkommen erschöpft. Ich denke, notfalls würde Ralof oder Jalto sich auch bereit erklären, euch zu tragen. Vielleicht ab der nächsten Treppenstufe. Belias, vielleicht sollten wir nach dem, was gerade eben passiert ist, erstmal davon absehen. Ich denke, der Einfluss ist vorbei, aber natürlich habt ihr recht, sicher ist sicher. Ist so leise. Ja, der unnatürliche Einfluss ist vorbei, der natürliche bleibt immer. Gut, dann wenn ihr euch so eingeladen fühlt, Nasir, ich habe das Gefühl nicht, geht doch vor. Natürlich. Vielleicht sollten wir auch noch mal zu Arbes beten. Ich bete doch keine Flugechsen an. Ach doch nicht Flugechse, Arbes, du Pappnasen. Aber das ist doch eine Flugechse. In einer friedlichen Familie kommt das Glück von selbst. So. Geht man das hier vor? Ja. Dann einmal kurz eine Körperbeherrschungsprobe, um dich da irgendwie halten zu können. Ich denke, das sollte nicht so schwer sein für Nasir. Barer. Nee, nicht wirklich. Sagst du mir mit 2er Stufen Erschöpfung, wo ich minus 4 auf alles bekomme? 2 Quests. Ah! Ich schmeiße mir die Treppen einfach hoch. Ja, Nasir läuft eigentlich ohne Probleme so an der Wand entlang, die Stufen. Das sieht erstmal einfach aus. Wie fühlst du dich? Gut. Gut, erschreckend gut und verändert. Ich freue mich nahezu darauf, diese Treppen zu erklimmen. So ein Blick in die Runde. Das ist wirklich so ein Gefühl von Freiheit. Ja. Aber ich weiß ja, dass das mit unseren Empfindungen, Ängsten und Hoffnungen hier gespielt wird. Mhm. Wie das die Götter nun mal so machen. Ne? Ja. Preise die Schönheit. Jalte, willst du als zweites oder soll ich? Also, nachdem Nasir da jetzt so gut die Treppe hochgekommen ist, werde ich definitiv erstmal beten. Und ich setze mich tatsächlich da auf den Absatz und lege so eine Faust vor die Stirn und formuliere ziemlich unbeholfen ein Gebet an Arbes, weil ich noch nie zu Arbes gebetet habe. Mhm. Ja, also wenn ich mache Borea das auch, das heißt, er betet zur Ruhe. Also, Ruhe, ich begebe mich vertrauensvoll in deine Hände. Gebet zu Ende. Das reimt sich sogar. Jeder, der den Aufstieg macht, macht eine Körperprobe erschwert um 1. Denkt an eure Erschöpfung, außer Nasir, der brauchte das nicht. Also minus 2. Jalte braucht das auch nicht. Mindaril auch nicht, also die Erschwernis nicht. Ich brauche die Erschwernis auch nicht? Nee. Okay. Ich habe ja schon genug Erschwernis durch Erschöpfung. Hm. Ich werde jetzt abstürzen. Nein, 2 QS. Ah! Wie das? Was ist das für eine schwarze Magie? Schreis nicht. So. Ja, es fällt euch, also vielleicht sieht es so aus, dass Vendaria da irgendwie trotzdem irgendwie so ein bisschen unbeholfen, erschöpft an der Wand hängt und dann total hin und wieder einen Luftstoß gegen die Wand weht, der dir den Halt wieder gibt. Und du so relativ ohne Probleme dahin kommst.
Und nach nur 52 Stufen erreichte den nächsten Absatz. Einem relativ guten Gefühl, weil das war relativ einfach, erreicht ihr ein kleines Plateau. Doch hier seht ihr eine Spur der Verwüstung. Hier steht keine Statue, hier ist keine Opferschale zu sehen. Ihr seht einfach nur eine ungeordnete Anhäufung von geschmolzenem Stein. Das ist, ob ihr irgendwie was mit etwas mit wirklich heißem Feuer den Stein wirklich geschmolzen hätte. Man sieht ja die so. Vielleicht könnt ihr das mit geschmolzenem Eisen oder so auch mal irgendwie. Also es wird der Stein wirklich irgendwie auch von der Wand, von dem Berg runter geflossen und dann wieder erstarrt sein. Irgendwas hat hier mit wirklich heißem Zeugs. Ansonsten ist hier nichts und die nächste Treppe. Nur 26 Stufen, das kann man ja von hier aus zählen. Also, sowohl ich mich gerade gefühlt habe, das macht mich etwas stutzig. Was fühle ich hier? Na, wenn du das Plateau erreichst, reißt diese Vertrautheit sofort wieder ab. Ich sehne mich auf die Treppe zurück. Da ist es hin, das freie Gefühl. Gucke so ein bisschen traurig auf den Boden. Mir fällt da gerade was ein. Wenn sich das hier immer halbiert, 26 Stufen. So ist es. Dann haben wir danach wie viel? Bitte? Wenn wir diese 26 überwinden, wie viel haben wir dann vor uns? 13. Es ist schön, Vorfreude zu haben. Klopf ihm so auf die Schulter. Yeah. Ich bin mir sicher, dass die Anzahl der Stufen uns die Sache nicht erleichtert, wenn es weniger werden. Nur die mentalen Prüfungen werden schwerer werden. Da bin ich mir sicher. Amen. Ihr seht auch, dass das sind ja jetzt überschaubare Stufen nur noch, irgendwie die führen in so einen Höhlenkonstrukt hinein. In den Fels. Vielleicht sind das auch die letzten Stufen. Na, hoffentlich, ich meine. Was schmilzt Stein? Nix. Sehr heißes Feuer. Das muss aber schon sehr heißes Feuer sein. Richtig, das ist das Problem. Drachen. Es gibt einen einzigen auf Maraskan. Einen was? Einen Drachen. Auf Maraskan gibt es einen Drachen. Hätte mich gewundert, wenn nicht. Allerdings hat ihn noch nie einer wirklich gesehen. Nur ganz selten scheint er mal über die Insel zu fliegen. Wenn es hier einen Drachen gibt, kriegen wir vielleicht doch noch was vor die Axt. Ja, wenn ich mir den Stein so angucke. Ihr habt ja ein Schild. Mein Schild hält das aus. Aus Holz. Guter Einwand. Nun, ja. Verweilen wird uns in diesem Fall leider nicht weiterbringen. Ja. Allerdings, wenn hier der Altar zerstört worden ist, könnte es sein, dass das, was auch immer hier drin festgesteckt hat, freigekommen ist. Also, nach den bisherigen Erfahrungen, denke ich, haben wir zwei Möglichkeiten. Entweder es besteht keine Gefahr mehr und wir werden jetzt alle verbrannt. Ja. Ich studiere sehr stark für die erste. Hier, Nasir, ja, wer ist denn in eurer Kultur für Feuer verantwortlich? In unserer Kultur? Wir haben die gleiche. Hier, du kommst doch aus Aranien. Ja. Welchen Gott habt ihr für Feuer? Genauso Ingrim. Genauso wie wer? Ja. Wie der Rest von Aventurien? Aha. Travia ist doch mit Feuer, oder nicht? Herdfeuer, ja. Aha, also du machst da einen Unterschied. Natürlich.
Das Herdfeuer ist das, was die Familie wärmt und die Familie speist. Ein Symbol. Gastfreundschaft und Nächstenliebe. Aber Ingrim ist das Feuer, das Stahl schmiedet, das Element, das Heim der Elementare. Aha, und das Herdfeuer ist von einem anderen Element als das Schmiedefeuer. Nein. Das heißt, Ingrim ist der Herr über Travia. Nein, ich würde eher sagen, dass das Feuer von Ingrim eher den zerstörerischen Aspekt innehält und das von Travia den erhaltenen Aspekt. Also sagst du doch, dass Travia Göttin des Feuers ist? Reingefallen, mein Bester. Jetzt hast du mich verwirrt. Worauf willst du hinaus, Jalte? Dass Travia die Göttin des Feuers ist, du Pappnase. Eines Feuers. Okay, darauf lasse ich mich ein. Naja, also, dass wir hier irgendwo Gänse sehen, glaube ich nicht. Jetzt zu Travia-Beet dürfte ja keinem hier schwerfallen. Glaube nur, dass Travia nicht für Zerstörung zuständig ist. Eben. Nun, an Bruder Ingrim ein Gebet zu richten, kann auch nicht verkehrt sein. Hm. Sowas wie Bruder Ingrim, sei so nett und lass mich nicht brennen. Oder so. Was mag Ingrim denn alles so? Was könnte man ihm opfern? Jetzt sag nicht Feuer. Waffen. Ja, Gold, ja, alles, was aus dem Berg kommt, Waffen, richtig. Dinge, die du selbst hergestellt hast. Richtig. Guck mal so meine Amulette an. Und so ein Schulterzucken. Also bei uns ist er für das gesamte Handwerk zuständig auf Maraskan. Vom Schmied bis zum Teppichknüpfer. Moment, auf Maraskan ist Ingrim zuständig. Ich denke, er bietet Rohr und Chor an. Die betet man nicht an. Das sind oh. Das ist ja der Übervater. Also kein Gott. Natürlich. Warum betet man ihn dann nicht an? Weil er so mit dem Weltdiskurs beschäftigt ist, dass das Gebet mehrere Jahrhunderte brauchen würde, um ihn zu erreichen. Also richtet man sich an die Kinder Ruhrs, damit sie das Gebet weiterreichen, weil die 12 Geschwister einen direkteren Kontakt herstellen. Interessant. Ich gebe zu, wie die anderen Gottheiten wie Avis, die habe ich noch nicht ganz dahin einsortiert, das gestehe ich zu. Sind deren Kinder also in eurem Sinn die Enkel? Ja, möglich, das ist so ein bisschen schwierig. Aber um das mal zu sagen, umfassendes Handwerk. Habe ich irgendwas selbst gemacht, das hier? Klopft sich mal so ab. Naja, es gibt auch keine Opferschale oder so, ne? Ja, so. Wo man... ja. Alter, ist ja kaputt. Kaputt. Wenn der hier jemals mal einer war, ist er völlig verbrannt, ja. Konnte ich, warte mal, ich hatte doch Stoffe färben oder so, hatte ich doch gehabt. Ne? Ja, der Wind ist ziemlich laut, ich habe euch nicht verstanden, Borealas. Dann zieht man so aus einer Seitentasche einen ganz furchtbar in widerlichst zusammengewürfelten Farben eingefärbtes Taschentuch hervor. Die Farben beißen sich richtig ineinander und tun dem Betrachter schon fast in den Augen weh. So wenig passen die zusammen. Das habe ich gemacht. Das hast du hergestellt? Ja. So sieht's auch aus. Als Kind. Was ist das?
Ein Taschentuch? Ach so. Und jetzt gerade okay. Eben war es in seiner Tasche auch echt gut aufgehoben. Ja, aber das von euch als Kind hergestellt wurde, denke ich, dass es eine wertvolle Gabe ist. Denn Kinder machen die Sachen, die sie tun, mit reinem Herzen. Ja, genau genommen habe ich einfach nur alle Farbbottiche, die am Herd standen, genommen, das hier zusammengemischt und das jedes Mal einmal eingetunkt. Ali, guck mal kurz bitte in den Chat. Okay. Ja, also... Ich bin mir nicht sicher, ob Opfergaben hier etwas bringen. Zumindestens. Ich habe einen Blick auf das Taschentuch. So etwas nicht. Ich wicke das wieder ein, so einen leichten Gesichtsausdruck. In dem Moment, in dem du es eingepackt hast, seufzt Hjalte erleichtert. Die Echsen verehrten einst einen Gott des Feuers, der die Gestalt eines gewaltigen Drachen angenommen hatte. Sie nannten ihn Pyr, und Pyr war vor allem eins sehr eitel. Die Elfen übrigens auch, wie ihr alle wisst. Pyr war auch ein Elfengott. Yep. Nein, da nannten sie ihn wohl eher Pyrdrakor. Aber genauso wie es mit Z'a und Z'a und Pyr und Pyrdrakor ist, kann es durchaus sein, dass es sich um einen und denselben gehandelt hat. Drakor oder Drakon ist ja das elfische Wort für Drache. Drachen sind gierig. Sie wollen mehr, immer mehr. Von den schönen und feinen Dingen dieser Welt. Ich fürchte, alles unter Gold wird hier nicht viel helfen. Auf der anderen Seite ist keine Schale mehr da. Richtig. Es könnte sein, dass sie ihm abgeschworen haben. Was ihm nicht gefallen haben dürfte, so wie es hier aussieht. Kennt sich eher mit Gesteinen aus? Nicht wirklich. Ich kenne mich mit niederen Mineralien aus, aber nicht... Weil sonst könnte man vielleicht versuchen herauszufinden, an dies passiert ist. Nun, ich kann mir denken, was passiert ist, wenn sie ihm wirklich abgeschworen haben, wie gesagt. Drachen sind eitel und gierig. Und sie geben nichts her, was sie sich zu eigen gemacht haben. Nicht ohne Kampf. Das würde aber natürlich heißen, hier war vielleicht mal ein Drache. Oh, ich bin mir sicher, dass hier mal ein Drachenschrein war. Absolut. Etwas anderes würde nicht zu den exischen Göttern passen, die uns noch fehlen. Nasir kann mal eine Sinnesschärfenprobe erschwert um 1 machen. Mhm. Das ist der Drache. Er sitzt im Gebirge. Passt auch sehr gut, nämlich der schaut gerade. Ich will es nicht beschwören, aber es würde dazu passen. Plötzlich sagt Ino, Drachen können sich übrigens auch in Menschen verwandeln und Ino ist ein Drache! Der Drache. Passt auch sehr gut, denn Nasir schaut gerade betroffen zu Boden, als Borealas das sagt, wenn wir jemanden hätten, der sich mit Gesteinen auskennen würde, was bei ihm wieder eine alte Wunde aufreißt. Ja, so Nasir erkennt zwischen dem geschmolzenen Stein, irgendwie, das ist nicht alles total zerflossen und kaputt, sondern du erkennst noch ein paar Elemente von dem, was hier mal war vorher. So teilweise so goldene, geschmolzenes Gold oder so, was irgendwie und du erkennst auf jeden Fall den Rest, also so eine halbe Sonne oder sowas. Dann würde ich so suchend durch diese Bruchstücke durchgehen und sagen, eine halbe Sonne. Schaue. Wenn Dariel fragen, dann ich bezweifle, dass das für Breios steht.
Würde mich sehr wundern, wenn es für Praxis stehen würde. Naja, die Echsen, das weiß Vendaril, hatten mal eine Gottheit namens Pris. Hm. Der Sonnengott. Nun, ich weiß, dass es mal eine Gottheit gegeben hat unter den Echsen, deren Name Pris war. Er war eine Sonnengottheit und ich glaube auch der höchste unter ihren Göttern. Nicht unbedingt, aber... Gerade mich dunkel zu erinnern, hatten wir nicht auch irgendein Sonnensymbol irgendwo gefunden im Himmelsturm oder so? Ja, da waren ganz viel Sonne. Sonne mit Flügeln, ne? Mhm. Preiset die Schönheit. Nein. Da hat quasi der Sonnenkult ja für den Aufstand gesorgt, der da ausgebrochen ist. Genau. Ja, dieser Kult dieses Gottes hat schon mal dafür gesorgt, dass ein Heiligtum zerstört wurde, nur am anderen Ende des Kontinents. Ein Heiligtum? Nun, ich weiß nicht, wie ihr den Himmelsturm sonst nennen würdet. Ein Märchen. Ein Märchen, das wir besucht haben und seinen Niedergang dokumentiert haben. Nur eine Interessensfrage. War dieser Abdul damals schon bei euch? Um genau zu sein, haben wir ihn dort gefunden. Er war dort gefangen. Nun ja, wie gesagt, ich glaube, dass Opfergaben hier nicht mehr wirklich viel bringen. Das finden wir letztendlich nur daraus, indem wir es versuchen. Wie heißt das doch in der Magierzunft? Das lebe der Selbstversuch? Wir können ja in eine der Wände dieses Sonnensymbol einritzen und auch wenn es mir schwerfällt, eine Art von Altar schaffen. Dann ist die Frage aber erstens für wen von den beiden? Und da hier die Sonne ist, sollten wir vermutlich Psyren nehmen. Das ist mir ein wesentlich sympathischerer Gott als andere. Wenn man diesen Faden allerdings weiterspinnt, würde das bedeuten, wenn der Altar von Prüff zerstört worden ist durch, sagen wir mal, Drachenfeuer, deutet das doch auf eine gewisse Rivalität hin, hm? Wenn der Drache ein Drache ist, ist er dann ein Gott? Kommt vermutlich drauf an, wie man fragt. Das ist richtig. Aber kann der nicht auch einfach nur so tun, als wäre er ein Gott? Also ich gebe zu, so... Also Drachen sind vermutlich eher das Spezialgebiet von Magiern und ihresgleichen. Zumindest denke ich, kann Vendaril da vermutlich mehr drüber sagen, aber dass sie, wenn sie Jahrhunderte alt werden, vermutlich lässt sich der ein oder andere bestimmt als Gott verehren. Das würde dann auch für Zwerge und Elfen gelten. Also, aber da ist ja, naja, also sterben können sie wohl schon. Ist wohl nur nicht ganz so leicht. Und was stirbt, ist kein Gott. Rein technisch gesehen, denke ich. Also ich würde mich da mal aus dem Fenster lehnen und sagen, was einfach durch Waffengewalt sterben kann, ist kein Gott. Es kommt darauf an, welche Waffe es ist. Das ist ein sehr guter Einwand. Mach's nicht zu kompliziert. Nun ja. Aber falls da ein Drache ist, denke ich, finden wir das auch raus. Und vielleicht kann dann Erlta eine Trophäe mitnehmen. Gelte Gottdrachentöter.
mit einer Rüstung aus Drachenschuppen. Ich glaube nicht, dass das passieren wird. Das hätte Urima vorher gesehen. Also muss das hier dieser, wie heißt der, sein. Nun dann, auf an, Schritt voran. Was opfert man dem jetzt? Ist ja nicht Ingerim. Wie gesagt, ich vermute, dass hier... Ich glaube nicht, dass es uns noch helfen wird. Es gibt kein Zuhause mehr für diese Entität. Der Borealas setzt seinen Fuß auf die Treppe. Unser Versuchskaninchen hat sich gerade freiwillig dazu bereit erklärt, den ersten Schritt zu tun. Upp, upp. Mhm. Ja. Noch ein Fuß? Ganz normale Treppe. So, geht so kurz in Deckung in Erwartung, irgendwo kommt ein Feuerball her. Nichts. Und ganz normale Treppenstufen. Stufe 2, Stufe 3. Richtet sich wieder auf. Und geht dann die Treppe hoch. Wenn auch vielleicht ein bisschen sehr vorsichtig, aber... Ja. Wie ist er? Das muss man ihm lassen. Die Treppe mündet, wie gesagt, in eine Art Höhle. Also in dem Höhleneingang. Und es ist da drin stockfinster. Wir brauchen Licht. Ich würde es sehr begrüßen, wenn wir auf Laternen zurückgreifen, weil ich wirklich sehr erschöpft bin. Man hört das Kram in einem Rucksack. Ja. Dann brauchen wir ein paar Fackeln. Ich brauche beide Hände zum Kämpfen. Zing, zing. Und dann geht so eine Blendlaterne an. Borealas kann mal Sinnesschärfe würfeln. Ja, kann er tun. Da. Ich würde einmal chippen. Mhm. Dafür hast du sie ja. Ja, ich darf auch mal chippen. Ja. Drei QS. Borealas nimmt einen leicht süßlichen Geruch wahr. Verwesung. Er geht so zwei Schritte wieder zurück. So. Stufen wieder runter? Also so zum Stufenabsatz. Mhm. Da drin riecht es nach Verwesung. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob da sowas passiert wie beim letzten Mal. Naja, dann geh doch weiter und find's raus. Letztes Mal habe ich dich doch auch verprügelt. Gib mir hier mal deine Laterne. Halt dir meine hin. Ja, also auch für die anderen, der Aufstieg auf den Treppen ist da. Also ihr habt keine Gefühl von einem Widerstand. Das ist einfach eine ganz normale Stufe. Treppe. Bis auf diesen Geruch. Halt, der allerdings erst oben einsetzt, ja. Zieht einen der zwei Nachtwinde und geht dann nochmal rein. Mit Licht. Ich trete mal an deine Seite, nehme dir die Laterne ab und halt den Schild mal so hin. Ja, so. Funktioniert bestimmt besser. Geht ihr alle dann vor oder nur Borealas zum Kundschaften? Ich würde jetzt hochgehen, weil da läuft meine Laterne. Da ist das Licht. Folge dem Licht. Wenn ihr mit der Laterne leuchtet, seht ihr, dass die Höhle einen Knick macht. Und als ihr dieser Geruch wird immer stärker, und ist jetzt halt auch von allen anderen auch wahrzunehmen. Und dann leuchtet Borealas quasi um die Ecke. Das, die Frage ist, was Borealas als erstes wahrnimmt. Wahrscheinlich Schreck. Jaltes leuchtet halt zu, wir sehen das dann ja gleichzeitig. Ja. Also ihr schreckt kurz zurück, denn euch bietet sich ein, Anblick, den ihr hier so nicht erwartet hättet. Und vor allen Dingen ist es für euch ziemlich grausam, was dort zu sehen ist. Denn vor euch liegen
13 Leichen ausgeweidet, mit in ihrem eigenen Blut liegend, die Brust, also den Torso geöffnet, die Innereien liegen in allen in allen Richtungen verteilt um die Leichname herum. Und als wäre das nicht schon grausam genug, das sind menschliche Leichen, als wäre der Anblick nicht schon grausam genug, erkennt ihr, die dort liegen. Es sind 13 von den entführten Bettlern. Kinder, Frauen, Greise. 13 Stück liegen dort. Um einen Altar aus Stein, hinter dem eine große Statue einer schwarzen, also eine schwarze, wenn man mit dem Licht drauf leuchtet, eine schwarze, aus Stein gehauene Statue mit schuppiger Haut und einem großen, langen Schwanz, der ein bisschen aussieht wie ein Skorpionschwanz. Ansonsten ist es irgendwie eine große, aufrechtgehende Echse mit einem langen Speer. Ich muss gerade mal eben die Laterne abstellen, Borealas, weil ich gehe vermuteterweise rechts neben den Weg erbrechen muss. Im Altar ist aus dem Stein gehauen, der sieht so aus, als wäre er ein offenes Kiefermundwerk. Und der Großteil der Innereien der 13 Leichen liegt auf diesem Altar. Also man hört dann so von Borealas erst so das Herabfallen von den beiden Nachtwinden, das metallische Scheppern. Und dann so ein dumpfes Tok-Tok, als er auf die Knie fällt. Und einfach fassungslos hinstarrt. Ich nehme an, wir schließen mal so langsam auf. Ich klopfe die Alte so auf die Schulter. Bruder Boron, sei ihrer Seelen gnädig. Ja, ich werde auf jeden Fall auch mal für die Leichen beten. Ist da denn ein bekanntes, also ein näher bekanntes Gesicht drunter? Also die kennt ihr alle von den Bettlern her, aber es ist jetzt weder Aleph noch Shaya ist irgendwie dabei. Ja, scheiße. Dann würde Borealas tatsächlich aufspringen, die Klingen wieder greifen, einen Schrei ausstoßen und zum Altar rüberrennen und die Statue angreifen. Einfach so in so einer Art Berserker-Rausch. Mhm. Ja. Also es ist einfach so dagegen schlagen, so bis er keine Kraft mehr in den Armen hat. Dieser schwarze Stein ist äußerst widerstandsfähig. Die Schwerter schlagen da vielleicht ein paar kleine Katschen rein, aber. Ja, es geht jetzt nur darum, dass er irgendwas jetzt machen muss. Verdammt! Sind so weit gekommen. Hinter der Statue gehen einige Stufen nach oben. Aus der Höhle raus.
Wer ist das? Habe ich eine Ahnung, wer das ist? Ja, weil es jetzt gerade mal ganz interessant wäre, vielleicht, wenn sich Vindaril auch mal irren könnte, könntest du ja mal eine Götter- und Kulte-Probe würfeln. Dann schauen wir mal. Das könnte nämlich interessant werden für die weitere Vorgehen. Götter und Kulte. Wissen. Let's see. Nein. Ja. Was ist das für ein Wurf? 13 Leichen, eine schwarze Statue, 13 weitere Treppenstufen. Nun, ich würde mal vermuten, das ist Ihre Interpretation von eurem 13. Dem, der keinen Namen hat. Und der, der im Dunkeln wohnt. Klingt naheliegend. Allerdings hat diese Statue ein Gesicht. Ein exisches, aber es hat ein Gesicht. Aber ich kann nicht sagen, wer es ist. Nasir entdeckt an dem Halskrause dieser Echse, da setzt so ein Kraken. Das sieht ein bisschen aus wie ein Fell. Also wenn man ja. Schauen wir das von der Seite an. Ein Fell. Es hat auch einen Skorpionenschwanz. Ein Manticore? Eventuell. Die meisten Zeichnungen, die ich von diesen Monstern gesehen habe, gingen allerdings auf 4 Beinen, nicht auf 2. So wie diese hier. Vielleicht steigt er gerade und will seine Gegner angreifen. Trägt er nicht ein Speer? Ja, einen langen Spieß. Ich denke, wir beide wissen, wen das darstellen soll. Mutig, dass sie ihm ein Gesicht geben wollen. Oh, er hat ein Gesicht. Würdest du uns dann bitte ein bisschen schlauer machen, Nasir? Ich denke, dass es ein Bildnis von Kor sein soll. Der ist? Der Gott. Ein schwarzer Panther. War der Manticore ist sein Zeichen, der Gott oder der Halbgott des Krieges. Selbst ein Drache. Angebetet von den Söldnern und Kriegern, denen Rondra zu aufrichtig ist. Die auch mal Bogen, Armbrüste oder Gift benutzen wollen. Die vom offenen Zweikampf nicht viel halten, nur von der Tatsache zu gewinnen. Sieg um jeden Preis? So ist es. Nasir fallen Beinamen Kor, Bruder des Blutes, der lachend über das Schlachtfeld mitleidlos zum Manticore vorm Herzen, der Drachensohn, der dem Morden Freude ist. Ja, im Gegensatz zu den anderen Löchergöttern hat er nicht sehr viel lobpreisende Beinamen, sondern eher welche, die Angst und Schrecken in die Herzen seiner Gegner säen sollen. In der 12 göttlichen Tradition auch Rondas Scharfrichter. Ja, dabei ist die Begriff als Rondas Scharfrichter noch eine der schmeichelhaftesten. Es gibt Traditionen, in denen in der
Rondra-Kirche davon ausgegangen wird, dass die Göttin Rondra zwar für den Kampf und den Krieg steht, aber niemals selber tötet, weil sie ein Alvaranier ist, sondern dafür jemanden schickt. Und quasi, das wäre Chor. Und dem bringen sie ausgeweidete Leichen als Opfer dar. Und wenn ich mich recht entsinne, war die Vision, die ihr erhalten habt, alles andere als friedfertig. Denn Daryl geht währenddessen mal so auf den Altar zu und besieht ihn sich genauer. Nach der stellt ein geöffnetes Maul dar. Gibt es sowas wie eine Art Abfluss? Nein. Also das ist ebenerdig, das heißt, das Blut fließt dann irgendwann zwischen den Zähnen, in Anführungsstrichen, auf den Boden. Das ist halt alles voll mit Blut da. Das sieht wirklich nach Krieg aus. Ich würde sie am liebsten verbrennen. Wir haben kein Feuerholz und nicht genügend Öl. Wir werden sie hier lassen müssen. Können wir sie hier nicht so liegen lassen? Wir können sie auch nicht mitnehmen. Wer weiß, was da hinten noch ist. Vielleicht ist es doch nicht mehr so weit. Dahinter ist die Welt der Echsen. Eine Stadt der Echsen, die Menschen als Sklaven halten und als Nahrungsmittel und Opfer benutzen. Wenn das hier das Tor ist, das uns zeigt, was uns dort hinten erwartet. Na siehe. Ich werde vorangehen. Was denkst du? Ob wir sie verbrennen sollen oder ob wir überhaupt weitergehen sollen oder zu was? Sprecher der Götter. Zu welchem Thema denke ich? Was? Was sollen wir jetzt mit denen hier machen? Ich gucke auch zu euch rüber, also ich drehe mich quasi um, drehe die Manticore den Rücken zu, gucke euch an. Wenn du sagst, wir lassen sie hier, dann lassen wir sie hier. Sie wurden bereits einem Gott geopfert, so wie es aussieht. Und ja, so schwer, wie es mir fällt, aber wenn wir dieses Opfer schmähen. Ist mir doch scheißegal, ich kenne die. Ja. Das ist auch mein Problem. Aber wir können sie nicht nach dem Borons-Ritus bestatten. Wir müssten sie hier oben verbrennen, draußen. Lass uns alles Lampenöl, was wir haben, zusammenkratzen. Holz werden wir keins finden. Es wird nicht reichen. Das weißt du. Es wird einen schwelenden Haufen stinkenden Fleisches hinterlassen. Das Abschiednehmen von Zurückbleibenden ist das Los der Vorwärtsschreitenden. Das ist wohl wahr. Ihr seid alle hier, weil Leute vor euch gestorben sind. Und ihr seid hier, um jemanden zu retten. Ja, das ist definitiv. Die erste Sorge muss den Lebenden gelten, die zweite den Toten. So ist es. Wenn wir uns auf den Rückweg begeben, könnten wir uns überlegen, ob wir die Leiber mitnehmen und sie dann unten in der Erde bestatten können. Na siehe. Das ist ein Gott, von dem wir da reden, oder? Dieser Chor ist ein Gott, das ist kein Dämon. Das ist ein Halbgott, aber ein Gott, ja. Dann sind diese Menschen im Namen eines Gottes gestorben, ist das richtig? Ja. Dann brauchen wir uns keine Sorgen, um ihre Seelen zu machen, oder? So ein Echsengott.
Nein, ich Kor ist kein Echsengott. Ich tue mich echt schwer damit, hier diese ganzen abartigen Widerlichkeiten hier als normale Götter anzuerkennen. Das ist das Problem. Sie haben die gleichen Aspekte wie unsere Götter und ähnliche Namen, nur exisch ausgesprochen. Was dafür spricht, dass der exische Glaube dem unseren, so beklemmend wie das ist, gar nicht so fremd ist. Aber es ist richtig. Es gibt lebende Freunde, die auf uns warten und die unsere Hilfe brauchen. Aber wir kommen hierhin zurück und holen sie. Das sollten wir machen. Auf dem Rückweg nehmen wir sie mit. Ich lasse euch gerne noch einen Moment, wenn ihr braucht. Ihr könnt einfach meinen Spuren folgen. Und dann würde Vindaria halt um den Altar rumgehen und durch das Blut halt warten, oder ich weiß nicht, wie hoch das Blut steht, halt durch das Blut. Das und ist dann halt überall, ja. Ja. Und dann, weil es in meinem Kopf einfach so cool aussieht, so die Treppe hochlaufen und blutige Fußspuren hinterlassen. Weil es ist einfach so episch in meinem Kopf gerade, es ist so cool. Am Ende der 13 Stufen sieht Vindaril einen großen, alten, halb verwitterten Steinbogen mit blank polierten Steinflächen. Und hinter dem Steinbogen führt eine Treppe, erstmals seit ihr jetzt gewesen seid, eine Treppe in ein Tal hinab. Kesselartiges Tal. Du siehst in ein grünes, vor Leben strotzendes Tal. Und auch in der Luft vielleicht fliegend ein paar Flugechsen. Und etwas Dunst über den Bäumen. Und mit diesem Blick in das Tal der Echsengötter verlassen wir für heute die Elias und Crew und spielen beim nächsten Mal weiter. Ihr habt die Treppe geschafft. Yay! Jetzt geht's morgen abwärts. Haben wir alle Muskelkater. Ja. Definitiv, ja. Aber es könnte noch ganz interessant werden, es ist das Kennenlernen von den einzelnen Göttlichkeiten der Echsen hat schon noch so seinen Sinn, nichts in dem Abenteuer. Mal sehen, was noch passieren wird. Vielen Dank, dass ihr mitgespielt habt. An euch da draußen, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Wenn ihr es später schaut auf YouTube, hinterlasst uns doch einen Kommentar unten drunter. Das war so spannend. Dankeschön, Hypatia. Danke. Genau, hinterlasst uns doch ruhig einen Kommentar und ja, konstruktive Kritik nehmen wir natürlich auch jedes Mal. Wenn ihr Interesse habt, noch ein bisschen was zu erfahren von den Spielerinnen und Spielern, wie sie über das über den Treppenabschnitt denken, dann empfehle ich euch den unseren Patreon, wo wir nachher noch einen Aftershow-Talk aufnehmen werden. Hier im Chat ist jetzt gerade noch mal der Link. Wenn das was für euch ist, dann sei euch das ans Herz gelegt. Wenn nicht, dann halt nicht. Und wir spielen weiter, wenn alles klappt, nicht in 2 Wochen, wenn ich das so richtig im Kopf habe, weil in 2 Wochen einige von hier fehlen. Aber wir werden euch nicht ohne Rollenspiel lassen. Wie es gerade aussieht, die Planungen sind noch etwas wirr. Aber werden wir einen One-Shot haben auf dem Filiason-Slot und mal schauen, was es dann irgendwie an Abenteuern noch zu erleben geht. Vielleicht, es zieht uns wahrscheinlich dann doch irgendwie, ich glaube, in meinem Kopf zieht es uns dann doch nach irgendwie nach Aventurien. Mal schauen, was wir dann da machen und wie das dann aussieht. Das heißt, ihr werdet erst von Tal der Echsengötter erst wieder in einem Monat erfahren, wie es weitergeht. Aber zwischendrin gibt es halt noch eine kleine Anekdote. Genau. Ja. Manchmal muss auch das Real Life etwas einschreiten bei uns, obwohl wir mit Feramine eine tolle Gastspielerin haben, aber wenn mehrere Leute auf einmal ausfallen, dann schauen wir mal, was wir anders machen können. Gut, trotzdem vielen Dank für alles, was ihr und wenn ihr uns weiterempfehlt oder so oder euren Freunden sagt, DSA ist cool oder ihr guckt euch doch mal die Leute an. Wenn ihr Lust habt, selber mal zu spielen, teilt ruhig eure Geschichten mit uns. Der Mischka sagt immer, es muss mehr gespielt werden. Und damit hat er völlig recht. Und
ja, würde mich freuen, wenn ich vielleicht auch eure Geschichte dann irgendwann mal auf irgendeinem Medium zu Gesicht bekomme. Denn der Mischka zum Beispiel, der erzählt auch seine Geschichten auf seinem YouTube-Kanal und auch auf seinem Twitch-Kanal und sonstigen Streaming-Sachen. Wann gibt's da was Neues? Ja, dann geht's direkt morgen weiter. Es ist ja wieder dieses berühmte DSA-Wochenende, gerade 4 Tage DSA hintereinander für mich. Morgen geht's mit Fremde Gestade weiter, da geht's wieder Richtung Uturia, beziehungsweise da werden wir morgen Uturia erreichen, endlich nach langer, langer Irrfahrt durch das Südmeer. Und ansonsten ist die Woche noch einiges geplant. Und ja, es ist eine Sprungwoche, sage ich mal, gewesen. Letzte Woche, nächste Woche, Samstag geht es wieder mit G7 weiter. Ja, so schnell hintereinander. Wir versuchen noch vor Pölles G7-Runde zu bleiben. Apropos, der kann auch mal kurz beschreiben, wann es bei ihm weitergeht. Ja, also bitte bleibt vor uns. Ich habe sonst die Befürchtung, dass Ferami nicht mehr weiterguckt. Das wäre sehr schade, also bei unserer G7. Ja, sie hat schon gesagt, sie guckt trotzdem weiter. Ach, Glück. genau, liebe Grüße. Genau, bei mir auf dem Kanal geht's allerdings nicht mit G7 als nächstes weiter, sondern erst einmal am Donnerstag mit der Sprawl, mit Cyberpunk. Also wer mal eine Rollenspielvariante von dem im Moment ja eher unrühmlich berühmt gewordenen Computerspiel erleben möchte. Wir sind auch gerade mitten in der Action. Es wird gerade ordentlich geballert und Shuriken fliegen durch die Gegend und Cyber-Ninjas fetzen durch Büros und ja, genau. So ein Gedöns machen wir gerade. Es ist sehr cool. Genau, mit der G7 geht es dann am 10.2. glaube ich weiter. Da starten wir dann in Richtung Wüste Gor. Staub und Sterne steht auf dem Programm. Sehr spannend. Und auch DSA könnt ihr erleben auf dem Kanal von Rerion. Ja, U.A. Und zwar morgen gibt es erstmal wieder Vampire in der VR sozusagen. Die Transsilvanischen Chroniken Dark Angels geht weiter. Wir nähern uns ganz, ganz zärtlich dem Höhepunkt des und Schluss des Buches an, des ersten. Und am Mittwoch, wenn alles glatt geht, gibt es dann eine weitere Folge der Simjana-Kampagne, wo wir vielleicht nach geplant jetzt 27 Folgen vielleicht endlich zu den Zahoris kommen. Niemals! Niemals! Also seid da auch mal gespannt, ob ich es dann endlich schaffe, meine Spieler dahin zu kriegen. Ja. Mal schauen. Manchmal weigern sich Spieler einfach, dem Plot nachzugehen. Apropos Feder. In der letzten Folge war es nicht unsere Schuld. Es war nicht unsere Schuld. Feder kennt das auch mit Spielern, die den Plot vermeiden. Auf ihrem Kanal gibt es nämlich auch Spielrunden. Ja, genau. Bei mir gibt es Wechselbalg. Am 4. Februar gibt's Wechselbalg. Wir haben einen mopigen Teenager. Wird bestimmt super lustig werden, wenn meine Feen sich damit auseinandersetzen müssen in irgendeiner Art und Weise oder sie entscheiden sich dagegen. Mal gucken. Ja, und bis dahin, letzte Woche kam eine Kurzgeschichte raus. Die kann man auch angucken, wenn man will. Ansonsten, die ist sogar DSA. Genau. Ja, ansonsten Mittwoch bei Rerion, wo wir es tunlichst vermeiden werden, den Folgentitel durchzusetzen. Also, wir haben jetzt 3 Folgen es geschafft, jeder Folge einen neuen Titel zu verpassen. Wir werden diese Strecke weiter durchführen. Gut, dann schaut euch die ganzen Kanäle an, wenn ihr Sehnsucht habt nach unseren Gesichtern. Da werden wir definitiv in den nächsten Wochen irgendwie auftauchen. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag, Abend, Morgen oder so, wann auch immer ihr das guckt. Und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.